finde ich schon besser als wie ein Super Soft am Ende. Weil im Soft, weil am Ende der Soft trotzdem ein bisschen länger hält. Aber natürlich, ich gehe lieber immer auf die weichere Mischung, weil wenn etwas passiert, da kann ich immer noch in die Box reingehen und mir den Soft aufziehen. So, jetzt ist wichtig, wie wärmt er auf? Also ich mache das auch immer, dass ich vor der letzten Kurve oder schon ein bisschen früher den weit nach oben, so weit nach oben schalte, damit vielleicht ein bisschen der Motor runterkühlt. Und ich So. sollte jetzt los. Cooler Helm übrigens von LP, such die. Ja, der passt ziemlich gut zur Lackierung von Force India. So, wo gehst du zum Positionsänderung. Start hin? Ich bleib mal Ja, auf den LP, so die vorne. ja, ich auch, ich auch. Dann gehe ich doch ein bisschen im Mittelfeld dann, um da ein bisschen Überblick zu haben, gehe ich mal auf Mauskuh auf Platz 7. So Leute, viel Spaß hier im Rennen. So, die Ampeln gehen an, 5 Lichter sind an. Und auf geht's in den großen Preis von Bahrain, die Der letzten Start von 57 Williams. Runden. Ja, letzte Mal 57 Runden Bahrain, letzte Mal Formel 1 Und 2017. Jude Killer Und Jude greift Killer hier schon sehr an. aggressiv rein. Sehr aggressiv rein. Ja, jetzt mit Kiki vorbei Windschatten. am MC-Player. Jetzt mit Windschatten vielleicht, der Jude Killer. Kiki jetzt Ne. vorbei am MC-Player. Maxton direkt dahinter. Und Manu kämpft sich an Minzy vorbei. Beide nebeneinander. Wow. Aber da kommt vielleicht noch eine Attacke. Na, da wird er nicht reinstechen. Ein Ferrari. Manu war das, glaube ich. Räumt da volle Kanne das Schild weg. Also plätzetechnisch bis jetzt ist tatsächlich nicht sehr viel passiert. Naja, gar nichts fast. Eigentlich gibt es keinen großen Profiteur. Kiki hat einen Platz gut gemacht, Toto hat einen Platz gut gemacht und der Lil Kevin Mongo hat einen Platz gut gemacht. Verlierer des Starts bis jetzt eigentlich der Red Butler jetzt mit 2. Und Klee ist auf dem Vormarsch. Klee jetzt auf die 12 vor. Oh, da vorne der K93 Gamer fährt da ein bisschen weit raus. Fieser Fettsack ist da, glaube ich, dran. Ja, greift an. Also hier würde ich nicht angreifen und schicke da ein bisschen den Dude Killer raus. Und dahinter ist schon der Red Bull. Von IP sucht die Kante Kiki. schon absetzen. Und Kiki greift hier Dude Killer an. Das könnte vielleicht ein Dreier-Überholmanöver werden. Ah, ein Zweier-Überholmanöver werden. Jetzt habe ich so eine blöde Kamera. Komm schon. Ja, die habe ich auch. Ich bin gerade in der Sofortkamera. Ja, ich Kiki auch. jetzt auf 3. Aber jetzt mit Windschatten. Also der fiese Fettsack, ja, der hat mir auch das Leben schwer gemacht in Bahrain, war stundenlang hinter ihm. Und ja, am Ende haben wir uns berührt, das war mein Fehler, da war ich ein bisschen zu aggressiv. Ich habe mich gedreht, er Gott sei Dank nicht. Und hat dann ein starkes Rennen auf Platz 3 beendet. Also ist ein schneller Pilot auf jeden Fall. Und ich bin jetzt gespannt, ob er die Lücke zum LP-Sufti schließen kann, weil LP-Sufti bereits 2,2 Sekunden Vorsprung schon rausgefahren hat. Ja. Bei Medizin wird es, Und glaube mit ich. Jean hinter Maxton haben wir Aha. schon eine kleine Dreiergruppe hier zwischen Mauskuh, Maxton und Minzin. Ich tue mir bei dem Namen auch schwer. Dotter fällt zurück. Was ist da los? Er hat jetzt 4 Positionen verloren. In der Box war, glaube ich. Minzin wirft sein Auto rein und ist jetzt am nächsten dran. Das war MC-Player bei Dude mutig, Killer. mutig. Boah, das war knapp mit Kiki. Also jetzt wird's eng. MC-Player könnte jetzt der Profiteur sein von den beiden So, Streithähnen Mauskuh an die da. Box, Mauskuh an die Box. MC-Player zieht raus. Ah, steckt nach, gibt nach. Gut gemacht. Und Benzin an Maxton dran, Maxton verteidigt sich. Da liegen Teile auf der Strecke, sehe ich gerade. Ich gehe mal die Cockpit-Perspektive durch und schau mal, wer alles noch so fliegen hat und wer nicht.
Ja, da hat er keine Der Toto Chance. hat vorne links ein Stück von seinem Frontflügel verloren. Okay. Und Mauskuh wieder Ja, auf wahrscheinlich Bissos. wird der mit ihm kollidiert sein, kann ich mir jetzt vorstellen. Aber wir bleiben hier beim Dude Killer jetzt mal. Sieht Also ganz interessant aus. musst mir kurz helfen, weil ich habe natürlich wieder den Anzeigebug. Bei mir steht, dass die Mauskuh, das Mauskuh auf Super Soft unterwegs ist, aber in der Anzeige steht er auf Soft. Wie wird es bei dir angezeigt? Du musst nur auf das Klassement schauen, also da musst schon, also Ah, das ist dann das Richtige, das das ist das finde ich richtige, dann. hundertprozentige, ja. Okay, dann ist Mausko jetzt dann auf Soft unterwegs. Ich dachte schon, das macht ja keinen Sinn, da so schnell jetzt nach 2 Runden wieder auf Super Soft zu wechseln. Und Jude Keeler wieder ein Kiki dran, okay, ja. Und wir sehen gegen Maxton, letzte Kurve, Maxton da weit raus, letzter Platz, kommt ein bisschen weit raus, jetzt sind beide auf die Geraden. Wir sehen mit dem besseren Ausgang, wir sind vorbei. Und Mit denen Jude ist vorbei, ja, Killer mit DRS. zieht Aber raus. Maxton jetzt im Windschatten. Maxton zieht jetzt raus, kann er wieder einen Gegenangriff starten. Jetzt in 1. Nein. Er steckt erstmal zurück. Er steckt Jude erstmal zurück. Killer an Kiki dran. Und jetzt kriegt MC Player. Jetzt ist MC Player ganz nah dran. Mal Und schauen. Manu 2.11.94 schließt langsam auf die beiden da auch, auf die zwei Streithähne. Man merkt, MC Player weiß, dass er hier viel zu verlieren hat oder dass er nur eigentlich sich selber die nehmen kann und geht hier kein Risiko ein. Macht das sehr gut, sehr clever. Toto jetzt auch in die Box gefahren, wird sich wohl einen neuen Flügel geholt haben. Und ich muss schon sagen, Epizuch, die macht das sehr gut, hat jetzt schon 4,2 Sekunden Vorsprung auf den Fettsack. Also an der Stelle Fettsack. natürlich Da keine dreht sich ein Beleidigung. Red Bull fast weg. An Ja, der Stelle Jude Killer lieber vorbei Fettsack. wieder. An Kiki. Grüße gehen raus an dich, ne? Dein Name gefällt mir, aber ist natürlich keine Beleidigung, wenn ich dich Fettsack nenne, ne? Alles gut. Schauen wir, Maxton jetzt wieder mit sie dran. Maxton ist auch nicht locker, aber die Frage ist natürlich, wenn die beiden sich dann die ganze Zeit hetzen, es geht erstens auf die Reifen, aufs Gemüt der Reifen und natürlich tun die Fahrer hinten aufschließen. Denn K93, nee, Manu schließt auch die beiden auf und nicht weit dahinter ist sein Teamkollege der K93. Ist das der Kaido Gaming zufällig? Ja. Ja, also mein Teamkollege aus der C1 hat wohl einen neuen Gamertag, habe ich jetzt auch rausgefunden. Grüße gehen raus. Okay. Also ich kann euch kurz auf den Zwischenstand bringen in der Serie A. Da führt Benny Blümchen vor Ort, Niki Lauda vor Torres Schofield vor Magnus. Aber Magnus war in der Box, Diego war in der Box, Tifoso war in der Box. Diego an Tifoso vorbei, also an Colangelo. Ja, sind's eigentlich. Und Klee schließt auch Kaido auf. Klee schließt auch die beiden Ferraris Ja, auf. der Toro Rosso. Genau. Macht das gut. Maxton hängt immer noch an Mizin dran. Die beiden. Oh, da bremst sehr spät. Der Maxton bremst sich spät rein. Es hat natürlich auch DRS, aber wird, denke ich mal, auch hier noch nicht reichen auf der Geraden. Und ich sehe, dass der Ferrari sein Heck verloren hat. Ja, habe ich Und auch Klee gesehen. jetzt am Kaido vorbei ist. Klee jetzt auf die 9. Und da ich sagen muss, der Und Ferrari. Klee verliert auch das Heck. Sehe ich gerade, kommt da weiter auf den Cup raus und beide sehr nah beieinander. Kaido kommt ein bisschen weit raus. Oh, und verbremst sich. Damit sollte Klee dann jetzt durch sein. Jetzt muss Kaido aufpassen, dass seinerseits von hinten nicht der Red Butler noch angreift. Wir haben jetzt einen spannenden Viererkampf hinten zwischen Kaido, Red Butler, Sigi und Lil Kill. Mongo. Gut, da ja, der Sauber oder der Williams zu profitieren. Das wow, spannend. Oh, Jungs, Jungs, bleibt ruhig, bleibt ruhig, bleibt ruhig. Und der Williams mit dem Oh, der Williams hier Windschatten. raus. Das erinnert mich an Bahrain 2018 tatsächlich, als Lewis Hamilton ja die 3 überholt hat, aus dem Windschatten rausgezogen wird. Ist. Ohne Berührung, der Williams profitiert tatsächlich. Also der Sigi FCM macht den Hamilton hier. Ist jetzt auf Platz 10. Respekt. Jetzt sind wir hier im Helikopteransicht. Ja.
Kaido Gaming, So, klar, Maxen mit. hängt immer noch ein bisschen dran. 6 Zehntel aktuell der Rückstand. Und Kaido Gaming holt sich die erste Zeitstrafe in Runde Oh, das 6. wird eng, oder? Ne, ja. Kaido Gaming. Ja. Boah, der Williams will hier angreifen. Wow, und geht Oh, ich sehe es, ich vorbei. sehe es, ich sehe es. Gut gemacht. Klasse gemacht hier. Also die Jungs zeigen Eier. Die haben auf jeden Fall Ja. Spaß. Haben auch Vertrauen in ihr Auto auf jeden Fall. Das ist wichtig, weil solche Wurmmanöver machst du mit keinem Auto, wo du nicht sicher bist. Der Ferrari Kaido hinfahren. kommt. Oh, Ja. kommt da weiter raus? Jetzt muss er aufpassen, ist er Oder nicht. warum geht der vom Gaspedal runter? Weil Red Butler hat es aufgeschlossen und zieht vorbei. Boah. Also hat der Probleme, hat den Schaden am Flügel? Nein, hat er Ja, ich nicht. glaube, der. Ich glaube, Kaido Gaming war auch der, dass das Schild richtig niedergebrettert hat. Aber am Anfang vielleicht ein bisschen Schaden davon getragen, aber ich kann jetzt eigentlich nichts erkennen. Nee, ich erkenne gerade auch nichts. Und Klee Und Maxen fährt. an Missy vorbei. Maxen an Missy und Maxen kommt sehr spät, bremst sehr spät Missy daneben jetzt und setzt sich wieder vorbei gegen Angriff von Missy. Jetzt beide berghoch, kann Maxen ihn aus dem Windschatten rausziehen. Maxen zieht ihn raus, Missy macht die Türe im Zug zur Kampflinie. Missy bleibt vorne. Ja, Missy bleibt vorne. Klasse Versuch von Maxen. MC-Player ist, glaube ich, an seinem Teamkollegen dran. Ja. Schauen wir Und da ein der bisschen. Klee hat sich still und heimlich an dem Kiki mit Marlow dem vorbeigequetscht. Fehler. Oder war das ein. Ja, das war kein Fehler. Ne, MC-Player an Kiki. Das war ein Fehler. Entschuldigung. MC-Player Und an dieser Kiki Klee vorbei. schleicht sich, ja, der Klee schleicht sich da auf Platz 8 vor. Das habe ich jetzt leider nicht auf Kamera-Video, wo man das gemacht hat, aber Respekt, jetzt 2 Sekunden, 2,3 Sekunden Rückstand auf den nächsten, der immer noch im Getriebe von hängt. Also die beiden, die schenken sich heute nichts, die geben sich's hart. Und vorne sucht die, der LP sucht die mit Alles unter 6,7 Kontrolle. Sekunden. Der fährt das Rennen gemütlich nach Hause. Bluekiller, 1,4 Sekunden Rückstand auf den Fettsack. Ah, the best never rest. So, jetzt gehen wir hier bei Maxen nochmal mit. Könnte der S haben? Ja, der wird der S haben von Misin. Dann gucke ich mal, Kiki ist noch zu weit weg, als dass er einen Angriff starten kann. Vielleicht macht er den Ricardo. Ne, zu weit weg. Ja, das ging eng her hier bei Maxen. Glück gehabt, dass er sich dicht nicht den Flügel angetätscht hat. Fieser Oh, Fett, da sehe ich fieser. gerade, dass mein Handyakku den Geist gleich aufgibt, deshalb muss ich kurz mein Handy laden. Uiuiui, kein Ding. Gleich wieder am Start. Ich habe gerade die anderen, Alles. den C1 Stream nebenher noch am Laufen. Alles gut. Und alle Steckdosen sind voll. Also habe ich jetzt. Ah nein, alles gut. Wo gibt es jetzt eigentlich ein Duell? Ja, Kiki halt kann eigentlich mithalten mit MC Player. Das geht ja hier um die Weltmeisterschaft. Aber der fiese Fettsack kann leider, muss man fast sagen, für die Spannung hier nicht pacemaker. Klee schleicht sich immer mehr rein. Also Klee ist jetzt. Der fährt gut, der fährt richtig gut. Der ist jetzt rein an Maxton. Maxton mit der S kommt noch nicht vorbei an Mitzi. Also können wir halt sprittechnisch schauen, wie es aussieht. Maxton plus 0,38. Mizin minus 0,3. Also es scheint, als würde Mizin auf der Geraden dann eben mit der Kugel nicht Na, aber reinfahren. auf das würde ich nicht vertrauen, weil das buggt schon sehr häufig rum, diese Anzeige. Ja? Ja. Okay. Auch auf dem Ding, auf die, sag's mal, auf die Telemetrie, wo du das Gaspedal und das Bremspedal siehst, auf das würde ich auch nicht hundertprozentig vertrauen. Das packt auch. Ja, was passt bei Codemasters heutzutage nicht, ne? Das ist die Frage.
sind wir ja schon so weit, dass es im Singleplayer solche Bugs gibt. Das Kaido Ja, Gaming. das. Ja, wie bitte? Was wolltest du sagen? Moment, da muss ich kurz überlegen. Ah ja, Codemasters, das war hier schlechter. das. Ja, genau, was. Ist halt traurig, wenn sogar das Singleplayer das betrifft, Ja, weil ist echt so, ne? das habe ich schon mal angesprochen gehabt, dass halt Leute 70 Euro für ein unfertiges Spiel zahlen, was ich halt schade finde. Weil gerade Formel 1 ist ja jetzt ein E-Sport Dude on a Ding und Box, Dude soweit on ich a weiß. Box, Dude Kill on a Box. Sorry. Die setzen ja auf Competitive Gaming, die wollen ja die Besten der Besten rausfinden und es klappt halt nicht, wenn du halt ein verpacktes Spiel hast. Wir hatten in Kanada Season 1 E-Sport, hatten wir, wo Brandon Lee in Toro Rosso plötzlich den Bug hatte und mit dem Standard-Setup fuhr und dann auf einmal 2 Sekunden langsamer wurde, weil er eben mit dem Standard-Setup fuhr. Und das kannst du meiner Meinung nach nicht bringen, wenn du ein E-Sport-Titel bist. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. E-Sport, also das Game an sich, also das Formel 1 etc. etc. ist doch super, aber wirklich, das Bugs. Also die machen viel zu viel drumrum, kommt mir vor. Wenn die einfach mal ein konstant gutes Spiel rausbringen würden, wäre mir einfach lieber. Klar, aber man muss, ich denke, wo du gerade das Drumherum ansprichst, das sind ja das, was die meisten Leute wollen, Codemasters, dass wir natürlich auch dem gerecht werden, was eben die Fans wollen. Und kann ich schon verstehen, dass dieses ganze Drumherum irgendwo dazugehören muss, aber wo genau das Problem liegt, ist halt die Frage, ob das jetzt wirklich irgendwie in der Infrastruktur liegt. Ich weiß nicht, ob wir das auch so schnell erfahren werden. Auf jeden Fall, Kaido Gaming ist jetzt dran, Sektor 2, dass ich. Jemand Ja, der ist Ferrari gedreht und das von ist Manu hat Manu. sich gedreht. Ja. Manu hat sich gedreht. Also Ferrari hier sehr fehleranfällig, muss man Und einfach sagen. Clay ist dran an Maxton. Clay ist dran an Maxton. Misin hat aufgeschlossen auf Kiki, Maxton, Clay. Also die drei. Also wir haben jetzt eine Vierergruppe langsam auf sicher, bewegt sich da. Und Kiki ja seine Seite nicht mehr weit weg vom MC-Player. Also Also Klee für könnte mich sich. aktuell Driver of the Day, muss ich tatsächlich sagen. Der gefällt Ja. mir richtig gut. Und hängt da im Getriebe von Maxton. Natürlich profitiert ja auch, dass Maxton und Kiki die ganze Zeit, Maxton und Misin die ganze Zeit im Zweikampf sind, kostet natürlich beide Zeit. So hat sich Clay auch dran saugen können. Und Manu nochmal in der Box oder zum ersten Mal in der Box holt sich die Medium-Reifen. Also der wird versuchen. Nee, jetzt bei mir auch so. Ja, waren es Medium-Reifen? Das war jetzt. Man, wir gehen auf Reifen, also Ding, sag's mal, Jude Killer, also der vorne in der Top-Gruppe ist, der hat Softs geholt. Boah, es war jetzt Oh, knapp. und der Maxton kommt raus, weit raus, Maxton weit Das war raus und jetzt knapp. ist Klee direkt hinten dran. Ah, ist aber, ja, da müsste schon. Ist natürlich jetzt gut für einen Jude Killer, dass die alle hier fighten. Also schon mal eine Abschirmung nach hinten, dass er ein bisschen das hat. Weil ich glaube, der ist freie Fahrt. Na, Jude Killer hat auch nicht freie Fahrt. Er muss Kaido Gaming überholen. Das nennt man natürlich mal wieder Pech. Also ich schaue mir gerade die Runden von Clear an. Letzte Runde war eine 1:35:3, davor eine 1:35:2, 1:34:5. Also ab Runde 8 scheint er zu verlieren. Ich denke mal, ab da hat er aufgeschlossen auf die 2 vor sich. Jetzt schauen wir mal, was er im dritten Sektor macht. Die beste Zeit auf jeden Fall scheinen jetzt entweder seinen Reifen abzubauen oder. Oh, Jude. da kommt einer weit raus, sehe ich gerade. Oh, da Oh, ist ein Flügel geflogen. Da ist ein Flügel geflogen. oh nix sehen. Da ist ein Flügel Ich gerade denke geflogen. zwischen Misin und Maxton, oder? Ja, Maxton hat einen Teil von seinem Flügel verloren. Eieiei. Na gut, ist Aber jetzt. Mitziehen auch, mitziehen auch, mitziehen auch. Beide haben Flügelschaden. Beide haben Und Flügelschaden. jetzt kann Klee profitieren. Also jetzt muss er eigentlich Natürlich. profitieren. Jetzt, Jungs, beide da vorne, ihr baut, macht keinen Mist, schießt euch jetzt nicht ab, bleibt cool. Haut das Ding ruhig. Und Maxton Das versucht ist reinzusetzen. sehr Maxton und die Rösen sind jetzt optimistisch. irgendwo. Und Klee, nein, Klee geht da nicht rein, Und Dude. natürlich, Clay profitiert jetzt. Jetzt Clay, nein, er macht's klug, er wartet, er wartet. Na ja, Maxton wieder den und gleichen da Fehler. kommt er Clay jetzt zu rein. tief rein. Und das Na, Ding da hinter hinten ihm, genau mit dem sauber. gleichen Fehler. Ja, so macht das Spaß, so macht das So Spaß. macht das echt Spaß. Und Mitzi kommt weit raus. Jetzt Maxton daneben. Maxton neben ihm. Zieht er Das vorbei. Oh, das ist knapp. Und
Klee dahinter. Oh Jungs, was macht ihr? Klee zieht raus. Bis sie jetzt mitziehen kann, dass ich jetzt noch vor Start und Ziel vorbei. Ja! Ja. Also mitziehen muss an MC die Box. MC an der Box. Ja, jetzt geht er auch in die Box. Hey, schau gehört. Mal, wer ist in die Box gegangen? Mizin? Na, ich würde ganz gerne schauen. Und MC-Player, beide in die Box, beide in die Box. Und Klee gegen Maxen. Klee bleibt. Okay. Ist jetzt. Wir haben gelbe Flagge. Was los? Ja, schon wieder ein Ferrari. Junge. Mann. Klee. Ah, ich hab's Klee. Versucht's in Kurve 4. Also für Ferrari ist wirklich ein rabenschwarzer Tag. Mal schauen, wie es in der Serie A für die Ferraris laufen. Da, ich glaube auch nicht gut. Gut, dass ich Toro Rosso Pilot bin, auf jeden Fall. So. Magnus führt vor Diego, da, in der Serie. Dutkiel hat sich gedreht, nein. Hat sich gedreht. Ja, nein. Dutkiel hat sich gedreht. Aber was? Kurve. Was hat der gemacht? Also, ich habe jetzt niemand gesehen in seiner Mumme. Kill und Killmonger hat das Auto in die Mauer gesehen. Warte, boah! Wo ist der denn? Eieiei, und jetzt haben wir einen Fehler gemacht. Jetzt merke ich es. Eigentlich müsste, ja, müsstest du Partyhost sein. Für die Leute einladen. Also, jetzt muss ich kurz raus. Mann, das nervt mich jetzt. Was ist passiert? Ich habe dir gerade nicht zugehört, weil ich mich gerade über Lil Monger gewundert habe. Der rennt bei mir rum. Safety Car auf der Strecke. Safety Car! Okay. Wir haben das jetzt ein bisschen blöd gemacht, weil ich jetzt Leute einladen muss und das müsstest eigentlich du machen, ne? Und jetzt muss ich halt in den Ding-Modus rein. Achso, ich kann keine Leute in die Party einladen, oder? Na, weil sie eben. Na, Moment, ich kann sie öffentlich machen. Ich mach sie öffentlich. Ja, wenn es öffentlich ist, dann kann ich Leute einladen. Ja, eben. Ach, Moritz, wir sind ein Herz und eine Seele, das klappt schon irgendwie. Ja, auf jeden Fall. So, wer profitiert natürlich? Sucht die Anbox gewesen. Fieser Fetzer kann natürlich jetzt davon profitieren und in die Box gehen. Sie ist sie öffentlich, wenn jemand reinkommt, werden wir sie schon kicken. So, gehen wir in die Party rein. Da muss ich ihn erstmal. Du musst nur Rennleitung gehen, dann kannst du das auf Profil von den klicken. Ach so, schau mal, jetzt lerne ich heute noch ein paar Sachen. Und okay. Der fiese Fettsack. Kann da jetzt richtig profitieren? Na, jetzt für. No, was? Was machen die? Haben sie sich wieder ins. Klee, eine 5. Schwere Kollision mit. Sag's mal, Maxton verursacht. Ja? Ah, ja? Ich seh's gerade nicht. Ist er eben draufgefahren oder was? Ich hab's nicht gesehen, ich hab nur das Anzeigemund bekommen für Strafe. Cliff, ja, ich sehe es auch gerade. Moment, ich schaue mal kurz nach. Hat Klee holt sich auch einen Flügel. Also Klee hat ist dem wohl draufgefahren. Oh je, Jungs. Das sagen wir so oft. Bitte passt auf beim Safety Car. Na, ja, ich hoffe, dass es danach nicht buggt. Ja, ich hoffe, dass es jetzt auch kein Bug ist und dass eigentlich da gar nichts passiert ist. Weil das wäre nämlich nicht. Gerade im letzten Rennen war das, denke ich mal, ziemlich schade. So, willst du das Interview dann übernehmen oder soll ich das machen? Ja, ist egal. Ja, okay, dann mache ich das erste und dann das nächste Mal. So, dann warten wir einen kurzen Augenblick.
In der Zwischenzeit in der Serie A führt Magnus mit 8 Ja. Sekunden, knapp 9 Sekunden Vorsprung auf Diego. Dann kommt Senna Fan, der Stefan mit jeweils 7 Sekunden. Also das sieht da sehr, sehr geregelt aus in der Serie A. Das sieht nicht aus, als würde es einen Zweikampf geben. Außer Torres, der da aufholt, auf Platz 10 sehe ich gerade nicht. Auf den Niki Lauda, auf den RC Niki Lauda. Runter. Tifoso und James Bond in den schönen Zweikampf davon in der Serie A. Ach, so. Lil Killmonger, wie sollen wir dich nennen, damit wir es kurz deinen Namen zusammenfassen können, Spitzname? Nenn mich einfach Monga. Das reicht schon. Monger, okay. Ich versuche nicht Mongo zu sagen, wenn es passiert, dann tut mir leid. Ja. Oder wie die letzten Kommentatoren das gesagt haben, einfach Lekill, das reicht schon. Wenn das okay, wenn das besser für dich klingt. Nee, alles gut, nicht, dass du dich dann beleidigt fühlst, ne? Das ist natürlich nicht böse gemeint. Also, Alles gut. Lekill, wo bist du abgeführt? Ich habe versucht rauszufinden, es sah entweder nach Boxengasse aus, Eingang Nein, auf nein, der Spielgasse, wo schweren bist du Kurve da, abgeführt? in dieser zweiten DS-Zone, glaube ich, war's. Ah, und hast du dich verbremst, oder? Ich habe mich davor ein bisschen gedreht gehabt. Ja? Meine Reifen dreckig gewesen. Ich habe schwer mein Auto in den Griff bekommen und dann bin ich abgeflogen. Ja, das denke ich, kennt jeder mit dreckigen Reifen, wenn du versuchst, wieder Gas zu geben. Ist natürlich, kann ich direkt vergessen. Ja, Sauerei. soweit das. Rennen für dich sah nicht schlecht aus. Du warst relativ früh im Mittelfeld platziert. Was hast du dir ausgemalt? Also eigentlich Punkte, weil die Saison läuft ja gerade für mich nicht so wirklich geil. Aber hauptsächlich Punkte, egal in welchem Ausmaß. Und was hast du dir für die nächste Saison vorgenommen? Das war jetzt dein letztes Rennen. Hast du vor, was zu ändern? Vielleicht an deinem Fahrstil, vielleicht mehr trainieren? Was hast du auf jeden Fall für 2018 geplant? Definitiv bisschen mehr trainieren. Mein Fahrstil, denke ich mal, ist eigentlich schon meiner Meinung nach ganz okay. Es ist einfach nur das Pech, was ich besiegen muss nächste Saison. Okay, und wie sieht es aus für nächste Saison? Hast du schon. Gibt es da Verhandlungen, eben eventuell mit neuen Teamkollegen, teammäßig? Hast du was da schon am Laufen? Oder magst du es uns noch nicht verraten? Doch, also es gibt momentan Verhandlungen, wenn der Fahrer auch in die C2 kommt, nämlich der fiese Fettsack, der müsste, glaube ich, jetzt auf 2 sein. Ja. Ja. Mit dem bin ich schon in einer anderen Liga mal gefahren. Das ist eigentlich ein korrekter Typ, wir verstehen uns auch sehr gut. Und da habe ich mir eine Kombination mit ihm als Teamkollege vorgestellt. Ja, da habe ich eine Frage dazu, zu seinem Gamertag. Bitte seinen Namen gerecht. Ist er wirklich ein fieser Fettsack oder ist es ein netter Typ? Also an sich ist er ein korrekter Typ, aber er Ja. bezeichnet sich auch selbst als fies und fett. Also er meint schon, sein Name passt eigentlich. Er Okay, bezeichnet dann haben sich wir mal als das fies und Mysterium und sein fett. Name ist auch mal geklärt. Danke an dieser Stelle, Lilke. Ach, kein Problem. Und wir wünschen dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend, wenn du das Rennen noch weiter verfolgst. Auch Dann von wünschen wir dir viel mir. Spaß beim Rennen. Ja, Und mach ich auf wir jeden sehen Fall. uns nächste Saison auf jeden Fall. Immer schön dranbleiben, niemals aufgeben. Denkt man, hat man auch heute in Hockenheim gesehen mit Lewis Hamilton. Immer dran glauben, weitermachen. Dann wird es. Ach, hört mir auf mit dem Spinner, ey. Ich kann es offen und ehrlich sagen, ich mag ihn nicht. Ich bin einfach ein Vettel-Typ. Ich finde diesen Typen einfach nur arrogant und es ist ein Inselaffe. Entschuldigung, bitte Ein mal zensiere. hintertypischer Lappen. Das könnt ihr gerne dem Rocky schreiben. Grüße an Rockenberg. Ja, Wenn ihr das hört, dann ist auf jeden Fall im Himmel ist Jahrmarkt, ne? Und Wenn ihr das hört. Rockenberg.
Mal eine Frage, wenn du dir das hier verfolgst, hast du heute deine Tabletten nicht genommen? Der Junge, habt ihr das Audio angehört, was in die Gruppe reingeschickt hat? Ja, das haben jetzt alle angehört, aber ich darf nicht das so kommentieren. Na gut, also danke, ne? Mongo, Ja. Kein Kein für Problem. dein Und Interview Kaido. viel Glück noch für Kaido hat deine eine Saison schwere nächstes Jahr. Politik. Dankeschön. Kaido hat Jo, also anscheinend nicht nur. eine. Schönen Abend. Ciao, Danke, dir auch. gleichfalls. Und es Kaido hat geht einen los. 5-Sekunden-Stopp in Ghostwaffe kassiert. Er hat den M17er, Boah, kann er ich nicht aufbewahren, besucht aber. die. Also, Ich sehe fieser da Fettsack keinen muss Fehler. diese Situation nutzen. Dude Oh, Killer. und. Was so. Und mir ist Kaido verfremdet sich aufgefallen, da oben. das haben wir uns Ja? verplappert ein bisschen, müssen wir ganz ehrlich zugeben. Kiki ist auf Super Soft, also auf der aggressiveren Variante und geht hier jetzt an Dude Killer vorbei. Und die beiden Ferrari da, Manu jetzt an Kaido Gaming, wobei Manu profitiert natürlich jetzt, hat durch das Safety Car profitiert. Auf jeden Fall auf Medium, den langsamsten Reifen, ob er sich damit bewähren kann, ist die Frage. Ah, Medium würde ich hier nicht auspacken, bin ich ehrlich. Oh, und die letzten zwei kämpfen auch, Toto gegen Butler, haben sich berührt und Da. Toto hat einen Flügelschaden. Ja, Schon vorne wieder. links. Ja, der hat gar keinen Oh mehr, oder? je. Na, Also link. ich glaube, Renault wird dir schon eine Rechnung schicken. Ja. Ach, das übernimmt die Und Versicherung. das macht die Dekra, ne? Das macht der Hülkenberg Ja. da. Und nächsten an Kniet rein und dahinter auch Sigi. Das macht natürlich Safety Cut natürlich das ganze Feld zusammengeschoben, was so schön spannend macht. Und Kiki dran an den fiesen Fettsack, der ja seinen Namen gerecht wird, haben wir jetzt gelernt. Und da hinten der Mercedes. Also er Der ist Mercedes nett, hat aber den er ist Heck fies verloren. und fett. Klee an Junge. Mitte vorbei. Klee jetzt Vierter, Klee jetzt Vierter. Klee, Versucht durch ja. Killer wieder ranzukommen. Maxton jetzt hinter beiden. Maxton greift einfach nicht an, der Man wartet noch muss auch ab. sagen, Kiki und Klee sind auch Supersofts. Also ich glaube, die gehen gut mit den Reifen um und wagen sich, die Supersofts auszupacken. Und Jude Killer versucht den Konter, glaube ich. Ja, nee, schafft er nicht. Bis jetzt war jeder in der Box, keiner, der auch keinen Boxenstopp gemacht hat, Mauskuh, Manu und Mizi niemals zweimal in der Box Gehen gewesen. wir hier auf Max dann. Ich hab. Hat Maxton eigentlich den Flügel gewechselt? Ja, ich denke schon, oder? Ich denke, das kannst du am besten sagen, wenn du gerade auf seiner Onboard bist. Na, ja, aber ich glaube, er hat hier nur ein bisschen Flügelstand. Oh, Kiki. Raus hier. Und Mizin da hinten versucht sich an mit Butler, ist da dahinter. Und warum Mizin ist natürlich eigentlich. jetzt. Oh, die berühren sich. Aber alles gut gegangen, Kannst du ja. mir eigentlich sagen, warum eigentlich MC-Player so weit zurückgerutscht ist? Ich habe nur mitbekommen, ich glaube, hat er nicht auch einen Flügelschaden? Meine Meinung nach. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall weiß ich MC-Player. nur, dass der Kaido Gaming ihm hinten drauf gefahren ist im Safety Car. Dafür hat er auch eine 5 Sekunden Stop-and-Go-Strafe bekommen. Und Kiki jetzt schon dran am fiesen Fettsack. Ja, Er Kiki, besucht die also. 1:32:8. Neue schnellste Runde. Wenn ich jetzt Kiki wäre, ich würde, bin ich ehrlich, maximal pushen, weil aktuell ist die realistische, also die beste Chance eigentlich, denn LB sucht die irgendwie noch den Sieg aus der Hand zu nehmen, weil der fährt da vorne kontrolliert, aber jetzt vielleicht, oder? Nee. Ja, er muss aber aufpassen, weil seinerseits Klee ist hinten dran, der klebt auch an die beiden dran und dahinter auch direkt schon Dude Killer und Maxton. Und Dude Killer verliert das Auto, so wie Sigi, haben da ein bisschen übersteuern beim Kurvenausgang und Maxton jetzt direkt hinten dran. Also davon sollte man sich keine Fehler erlauben, weil die da alle, ja, die sind ohne Maxton, verliert direkt das Heck und dann macht Maxton schon den Fehler, den ich anspreche. Und Sigi ist jetzt neben dran. Und Maxton, der schießt Boah! sich komplett ab, Ach beide. du! Also das war, keiner hat sich abgeschossen von den beiden, aber die sind Ich war beide leider nicht über. drauf. Hab nur gesehen, wie er da Ich habe es gesehen, die wie. haben sich beide viel, viel zu spät abgebremst. Also ich glaube, die sind direkt nach Monaco gefahren. Und da hinten der Mizin immer noch kann an
Red Butler verliert, da kommt er zu weit raus und Yuzin profitiert davon und sagt Dankeschön und macht jetzt Jagd auf Marlon. So, da vorne Klee 4 Zehntel hinter Kiki, Kiki 4 Zehntel hinter Fieser Fettsack. Also das ist eine Dreigruppe da vorne und Rootkiller macht natürlich, jetzt ist auch 1,2 Sekunden hinter dem Zayapack. Packt Kiki den Überraschungsmove aus? Mauskuh ist dran an MC-Player. Ja, also bei Kiki gibt es bei mir aktuell ein schönes Farbenfest. Und variiert jede Sekunde mit seinen Reifen. Einmal gelb, einmal rot, einmal gelb, einmal rot. Maxton hat jetzt auch noch wieder eine 5 Sekunden Stopp in Go für Rasen in der Boxengasse. Also der Mann macht sich, tut sich heute keinen Gefallen. Also das mit den Strafen wird am Ende dann auch interessant. Und wechselt den Flügel, also geht jetzt auf die Mediums, hat er den Flügelschaden gehabt? Hab ich nicht mitbekommen. Oder war das noch der Flügelschaden von vorhin, wo der draufgefallen ist? Na, auf Medium. Das wäre mir viel zu. So, LP sucht die jetzt wieder 5 Sekunden Vorsprung auf den fiesen Fettsack. Also LP sucht die, der fährt heute ein einsames Rennen da vorne. Klasse von ihm, sehr schön kontrolliert, ruhig. Bis jetzt keine Fehler von ihm gesehen. Ich glaube nicht mal eine Verwarnung, wenn ich mich irre. Ich kann mal nachschauen. Aber soweit ich weiß. Ja, es ist, er fährt halt so ein Rennen, dass wir ihn fast gar nicht zeigen müssen, ne? Ja, nicht, dass er sich dafür danach beschwert bei uns. Uiuiuiui. Aber eine, jetzt. Eine Verwarnung hatte. Jetzt könnte Kiki gut aussehen. Jetzt ist saugt er sich ran. Ich gehe mal onboard rein. Ja. Ja, der wird vorbeikommen. Aber ja, dieser Fettsack blockt, aber kommt da nochmal rüber. Uiuiui. Und nein, ist Klee draufgefahren. Klee ist ihm draufgefahren. Hat sich ja. Klee sein Flügel kaputt gefahren. Jut Killer. Na, jetzt wechselt es, ja, variiert. Klee hat sich den Flügel kaputt gefahren. Aber Klee sticht da rein. Nein, tu es nicht, Klee. Das ist doch gut ausgegangen. Alter. Ach, Klee. Jetzt hat er mit dem Flügelschaden. Mann, schön aufgeholt. So gut gefahren, so gut gefahren. Und dort doch schon wieder an der Box. Wir haben nicht mal die Hälfte des Renns. Also ich werde mal Scheiße. Kann noch einiges passieren. So, jetzt will man auch den fiesen Fettsack, Blutkiller hinten dran. Kiki kann sich da ein bisschen absetzen. Ja, ja. Einerseits 18 jetzt Vorsprung. Und es scheint so, als würde der Flügelschaden dem Klee nicht so viel ausmachen, weil er die Pace vom Bootkiller vor sich noch gut mitgehen kann. Ist jetzt auch im Windschatten direkt. Kommt auch gut auf der Kurve, ist jetzt im DRS-Fenster im Windschatten, sagen. Aber Dutkiller seinerseits hat auch Windschatten. Ich denke mal nicht, dass sie jetzt probieren wird, da reinzustechen, weil es ein bisschen weit weg. Ja. Na, wäre ja auch unnötig gewesen. Ja, Kiki kommt, kommt nicht ran. Und MC-Player schleicht sich dann auch langsam, aber sicher an Klee ran. Da hinten ist uninteressant. Ja, da hinten haben sich die Abstände relativ gedehnt. Mizin schleicht sich auch langsam an Manu ran, kommt immer näher ran, aber Manu hält sich auch ganz gut. Also hält sich nicht schlecht auf seinen Medium-Reifen, ist in den Punkten momentan. Holt einen Punkt nach Hause. Rechnen wir mal hoch, wer jetzt Weltmeister wird. Könntest du das mal machen, wenn du was. Ja, dann muss ich jetzt meine Mathekünste auspacken, das ist jetzt lustig. Ei, sicher gut gewesen in Mathe, oder? Ja, ja. Ja, naja, ich kann mal eine Geschichte von auf dem Gymnasium erzählen. Ich war in der 11. Klasse, hatte 4 Mathearbeiten, 4 Sechsen. Das war nicht so meine Phase, bin ich ehrlich. Aber danach ging es dann sicher wieder, oder? Ja, danach ging es wieder bergauf, also da habe ich mich gefangen. Danach 4 Einsen, oder? Ja, schön wäre es gewesen, ja. Dann könnte ich heute Mathe studieren. Ja, ich bin. Also dann schaue ich mir noch kurz die WM-Stände an. Nach dem Momentan wird es aussehen.
MC-Player ist. Für Kiki, oder? Wird's reichen. Fieser Fettsack. Schau gerade, MC mit 58 Punkten. Dann kann es ja. Wo war mit Kiki ja mit 50. Und ja. Momentan ist Kiki Weltmeister. OR2-Champ. Ja. Also Serie 2-Champ. Da hätte ich nicht mal meinen Ordner aus meinem Block aus. Der Mercedes von Dude Killer. Eieiei. Naja, gut, ich muss auch sagen, wegen Mathe-Künste, ich bin dieses Jahr mit zwei Vieren mit zwei Vierer gestartet. Hab danach zwei Neuner geschrieben und dann war alles in Butter wieder. Nicht schlecht, also. Ja, Mathe und Physik waren nie so meine Fächer. Wenn wir schon gerade bei der glorreichen Zeit von Lukas sind, auf dem Gymnasium. Das einzige Beste, was ich mich erinnern kann, war in Physik hatten wir Dienstagmittags, warum auch immer Physik Dienstagmittags hatten, war ich so müde, dass ich eingeschlafen bin und der Lehrer dann gefragt hat, wie die Aufgabe geht und ich mich erschrocken habe, dass er, Lukas, wie geht die Aufgabe? Und ich schreck auf und antworte, danke, gut und ihm. Und der Lehrer guckt mir an, die Klasse lacht, ich habe erst nicht verstanden, was er gemeint hat, aber er meinte, wie geht die Aufgabe? Und ja, der ja auch keine Ahnung. Geil, aber jetzt ist fieser Fettsack. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich bleiben soll bei fieser Fettsack. Nur, da war jetzt im kurz jemand in der KI. Ja, oh. Ja, bei mir hat er sich auch gerade nach hinten teleportiert. Ja, ist echt so. Aber Kiki ist sau langsam mit dem Reifen, verstehe ich nicht. Boah, was haben die jetzt gemacht? Sind doch ganz normal eigentlich gefahren, aber lass mal. Hä, sind alle fünf? Sie alle fünf jetzt hintereinander, also. Na, da vorne ja, brennt nichts dran. LB sucht die Fährte nicht mehr raus. Dass Klee halt immer noch mit dem Flügelschaden da vorne mithalten kann. Das ja, ne? Spannend. Das ist schon. Und Mauskuh und MC-Player schießt natürlich auch. Das heißt, wie viele Autos haben wir jetzt in den Zweikampf? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben einen Sechskampf und da hinten. Und Dude Killer. Nicht so weit weg. Dude Killer hat Geduld. Oder vielleicht ein bisschen Angst. Wenn da. Ah, das kann auch sein, ja, auf jeden Fall. Fiese Fettsack da ein bisschen rumspringt. Könnte ich mir vorstellen, ja, dass er denkt, okay. Na, der hat. Müsste ein cute Internet haben. Klee. Jetzt mal schauen, was springt da raus? Natürlich, weil jetzt alle DRS haben, verändert sich da nicht viel, weil ja alle genau gleich schnell bleiben im Endeffekt. So, und Kaido Gaming schließt auch langsam aber sicher auf Sigi auf. Medizin. Und wir haben Gelb in. Sag das auch, und Dudkill hat sich gedreht. Dudkill hat sich gedreht. Aber ja, Dudkill hat sich gedreht. Ja, ich seh's. Nee. Das geht mir jetzt nicht. No, und wir haben es wieder nicht drauf. Auf Platz 8 zurückgefallen. Aber, wenn die sich so weiter duellieren da vorne, dann ist da noch nichts verloren. Ja, klar. Klar, da gebe ich dir vollkommen recht, aber jetzt. Und da kommt, man sieht ja, kommt ein bisschen weiter raus. Und die Mauskuh ist in Dauerstelle. Oder der Mauskuh. Ich glaube, es ist ein Mann. Naja. Aber ich verstehe das nicht. Ja, jetzt glaube ich. Und wieder, wir haben wieder eine gelbe. Misin hat sein Auto in die Wand gesetzt, aber es war eine Kollision mit Manu. Da gab es eine Kollision. Ah, was? Ja, Manu hat vorne links was von seinem Flügel verloren.
Es scheint so, als hätten sich beide abgeschossen. Als hätte. Da lappt mal einen diesen guten alten Mizin war auf Mizi. jeden Fall hinter Manu. Also, ich könnte mir vorstellen, dass Mizin vielleicht da ein bisschen Ja, zu Manu geht in die aggressiv an Box rein. der Aber warum 6-2? Das verstehe ich nicht. Kompletter Das Schmarrn. war am Ende Sektor 2. Ladest du denn Misin ein? Jo, machen Super. Safety Car! Safety Car! Schon wieder ein Safety Car! und ich hab's gecallt, also. Also, Jo, das ist. Jungs, geht rein, holt euch die softe Reifen. Jetzt ist der perfekte Moment. Langweilig ist das Rennen halt auf jeden Fall nicht, dass wir Ne. kommentieren dürfen. Also, fies. Red Butler bekommt eine Durchfahrtsstrafe, rasen während der Safety Car Phase. Okay. Nach so vielen, noch nur um wenigen Sekunden, das verstehe ich jetzt auch nicht. Ja, Kiki reagiert, LB sucht die nicht. LB sucht die reagiert nicht. Kiki reagiert. Fieser Fetzer reagiert auch nicht. Kim Klee reagieren auch nicht. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Tut mir leid. Vielleicht zahlt sich doch noch aus. Das hatten wir ja jetzt heute zum Beispiel auch wieder mit Lewis Hockenheimring, ne? Als Beispiel wieder. Es hat sich dann im Endeffekt doch permanent ausgezahlt, obwohl alle dachten, was macht Mercedes? Und ja, dann haben wir es gesehen, was Mercedes am Ende gemacht hat. Ja, ihn zum Sieg geführt. Ja, jetzt könnte sich wirklich MC Player geht eigentlich, aber so ein LB sucht die. Also jetzt wird's spannend, das jetzt wird's richtig spannend. Weil die fahren sicher nicht bis zum Ende. Also ich wäre jetzt reingegangen, hätte mir Softs geholt und Am fertig. nächsten wieder eine Zeitstrafe. Oh, das Ja, was, war was die da machen, eine deine Safety Car, Seefahrtsstrafe. das war, Als verstehe ich auch Stoppen. nicht. Im nächsten geht es darum nichts mehr heute jetzt. Und Kiki mit freier Fahrt. Also wenn sie jetzt reingehen würden, wäre es zu spät. Hallo. Hallo. Servus. Machst du oder mach ich? Ja, komm, den darfst du machen. Ich habe den letzten. Okay. Wir sehen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich deinen Namen richtig ausspreche. Ja, aber müsste passen. Ja. So. Wie war eigentlich dein Rennen so? Erzähl mal, bist du eigentlich ganz gut mitgefahren? Haben wir coole Kämpfe von dir gesehen? Erzähl mal, wie das so war und was jetzt am Ende da los war. Ja, das Rennen war insgesamt, war ich total unzufrieden. Irgendwie war ich auch total unkonzentriert. Also eigentlich bin ich nicht so, aber ich habe mich zwei, dreimal verbremst und musste deshalb ja, an den anderen vorbeischießen, so blöd es auch aussah. Das war einfach scheiße. Und dann ja, jetzt war ich ein bisschen schneller mit den gelben Reifen und im mittleren Sektor habe ich dann, ich glaube Manu war es vor mir, war wieder ein bisschen eingeholt, aber irgendwie ist er dann wieder weggezogen. Ja, und jetzt zum Schluss ist er nicht ganz so gut durch die Kurve gekommen und dann bin ich hinten mit drin hängen geblieben, wo er sich gedreht hat. Da habe ich mich mitgedreht und dann war der Reifen weg. Eieieiei, ich hab's leider nicht gesehen, aber wie würdest du das jetzt beurteilen? Entschuldigen oder Racing Incident? Was würdest du jetzt sagen? Also immer schwierig zu sagen. Ich muss mir in Ruhe nochmal meine Aufnahme angucken. Ja. Ist schwierig zu sagen. Also in ein paar Sachen bin ich irgendwie ungeduldig gewesen, das gebe ich zu. In dem Fall für den Dreher von Manu konnte ich tatsächlich nichts. Ich bin während des Drehens bei ihm hängen geblieben und habe mich mitgedreht. Also diesmal ja, gab es, glaube ich, keinen Entschuldigung für diese Situation. Also würde ich sagen, Racing Incident, oder? Jojo. Genau. Ja, ich hätte dann noch eine Frage, und zwar, du warst ja auf den Softreifen, Manu vor dir war ja auf den Mediumsreifen und du hast relativ lange gebraucht, auf Manu aufzusehen. Woran hat das gelegen? Ja, das ist eine gute Frage. Also auf der Geraden ist er irgendwie besser weggezogen als ich. Und wie gesagt, Sektor 1, 2, wo die Kurven wieder anfingen, da kam ich schon wieder ran und bin ein paar Mal aufgelaufen, aber irgendwie war er auf der Geraden schneller. Okay. Und für die Zukunft. Wie sieht es bei dir aus? Was hast du für die Zukunft geplant? Wie geht es für dich jetzt weiter nach der Saison? Tja, ich werde auch weiterhin dabei sein und mein Bestes geben.
In der Also C-Serie natürlich oder? auch. Genau. Ja, C-Serie. Okay. Da sind ja ein paar Ersatzfahrer dabei und wenn man sieht, wie gut die schon fahren, da bin ich eigentlich ganz froh, in der C zu sein. Mein Oh, Teamkollege Ambo. steht schon fest. Was? Teamkollege, willst du uns das verraten Ja. oder ist es geheim? Ja, muss ich mal gucken. Das weiß ich noch nicht genau. Okay. Na, dann möchten wir uns bei dir bedanken, wünschen dir noch einen schönen Abend und wir wünschen dir auch sehr viel Danke Glück euch für die auch. nächste Saison. Dankeschön. Danke. Ciao, ciao. Ciao. Was mich wundert, wie krass nett die Leute eigentlich sind nach Sommerrennen. Also wenn ich ausfallen würde, ich glaube nicht, dass ich ja so gut zu reden wäre. Ja, ich denke, es ist schwer zu sagen. Ich denke mal jetzt, für Medizin ging es ja auch nicht. Ich denke, das ist auch situationsbedingt, weil ich hatte auch ein Rennen, wo ich ausgeschieden bin und dann war ich so stinksauer, ja, dass ich mal ein Interview geben wollte. Und dann, ich denke, es ist immer relativ situationsbedingt, aber in dem Fall war ich ziemlich entspannt drauf. Bei mir war Und es ja, immer. mich hat. Bitte? Bei mir war es halt in der Rookie-Serie so, also ich bin das erste Rookie-Rennen gefahren. Auf Platz 2 liegend habe ich einen Disconnect bekommen, ne? Und ja, auf 9 zurückgefallen. Aber ich habe die nächsten 2 Rennen dann halt Platz 2 geholt. Ja, perfekt. Also, ja, ich denke, das kommt auch auf die manchmal in Hitze des Gefechts rutschen Sachen raus, die man gar nicht ernst meint. Das ist mir auch schon passiert. Das ist ja Lewis Hamilton passiert in Bahrain zum Beispiel. Ich weiß nicht, was ich heute mit Lewis Hamilton habe, aber das ist eigentlich nur ein Beispiel für irgendwas. Wo ja Verstappen ihn gerammt hat, hat er auch gesagt, das ist ja ein Such a dickhead. Dickhead. Ne? Ja. Genau. Und ich denke, sowas passiert halt in der Hitze des Gefechts, kommen rutschen Dinge raus, die man gar nicht so meint. Und deshalb, da tut sowas auch Boom! sofort. Nein, jetzt fährt er sich der Frontflügel ab, der Kiki. Was machen die jetzt da vorne? Junge, dieser Ferrari, der da eigentlich Kaido Gaming, Alter, der fährt hier. Boah, ach komm schon, Leute. Wo sind wir denn hier? Kurz dazu, was mich wundert, ich habe in die Fortnite-Gruppe geschaut, die wir haben, und da hat Kaido Gaming, also mein Teamkollege, gefragt, wer Bock auf Fortnite hat. Und dann frage ich mich jetzt, frage ich mich gerade, wer das ist. Ist es wirklich er, dass er Zeit hat zu schreiben? Oder? Ja, ich bin gerade ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt. Vielleicht sein Bruder. Nee, aber das ist jetzt blöd. Das ist jetzt blöd, weil das nimmt die Spannung raus. Weil ich glaube wirklich, dass er jetzt einen Frontflügelschaden hat. Ja, Safety Car fährt rein, Safety Car fährt rein, das heißt, wir haben jetzt wieder Restart. Gehen auf LP, sucht die. Ja, ich gehe nicht rein. So, von den Boah, aber der Boden war fiese keine Spur. Fettsack, der ist da dran. Und jetzt musst du attackieren, um Ja. dem LP sucht die zu kriegen. Und das tut er auch. Voll drauf, er ist voll Und da hinten drauf, auch, da aber. hinten auch. Kaido Gaming verliert da. Windschatten. Und Klee verliert ordentlich. Ja, Klee ist nur noch Elfter. Warum das denn? Was da passiert ist, das weiß ich auch nicht. Manu hat einen Flügelschaden und die Mauskuh setzt sich da Die vorbei. Mauskuh. Die Mauskuh. Geil. Ja, ich denke mal. Ja, ich spreche mal so aus, dass wir nichts falsch machen damit. Schau mal, wie es in der A aussieht. Ja, Magnus Blutkiller an. führt vor Diego, führt vor Toxic, führt vor Senna. Ah, Blutkiller ist aggressiv. Colangelo ist vorletzter. Nee, schade. Ah. Da hast du einmal zu viel Coangelo gesagt und dann hat sie ihn verwirrt wahrscheinlich. Zu viel Co. Ja, wir lieben Boah, da natürlich hinten der Coangelo für Ferrari seine. ist richtig gerade unter Druck, weil du es gerade sagst, von Kaido Gaming und vom Sigi. Ja, es ist ein spannender Dreikampf da vorne. Bin jetzt gespannt, was die machen. Bleiben da cool oder auch nicht. Da fährt der Dudkiller auf, ist aggressiv über den Incurve. Dude Killer auf Mediums, naja, gewagt, gewagt, ne?
Aber mir ist ja auch super soft unterwegs. Also, da kommentiere ich mal gut ein Rennen ums Digga, so ein andere. Scheißdreck, Alter. Dass es nicht gefixt wird. Naja, mit ein bisschen Ne, der Action, da ist kann auf er weiß, Mediums. was er nicht Dude-Killer weiß. ist tatsächlich auf Mediums. Ne, ich glaub dir, ich glaub dir. Ich hab's ja. Ich sag nur, das ist sowas, was mir angezeigt wird. Wo ich ein bisschen zittere, immer ist in dieser Kurve vor der zweiten der S-Gerade. Also da bange ich ein bisschen mit, dass sich die Jungs keinen Flügelschaden abholen. Also schön, ganze Feld wieder eng beieinander. Das heißt wieder ein kleiner Fehler, ein kleiner Crash, der ein kleiner Verbremser und man verliert ein, zwei Positionen. Aber die Jungs machen das auf jeden Fall schon mal sehr souverän. Nur das mit der Safety Card, da muss noch ein bisschen geübt werden. Ich als fieser Fetzer kann ehrlich sagen, sein 100%. Wenn du dann vor LP sucht, die bist, dann weißt du nicht, da kann sich das Blatt schon wenden. Ne? Also man muss ja nicht sagen, dass er gleich wieder vorbeikommt. Aber Eben, jetzt. und du Killer jetzt an Kaido dran. Zieht jetzt raus, aber hat noch ADS, wird dann erst Ende der Runde wieder freigeschaltet. Und setzt sich jetzt Boah, vorbei. passt, Jetzt schön macht du Killer gemacht. kurz einen Vorteil. Sauber. Und bei mir wechseln die Reifen von Super Soft auf Weiß. Ich habe Disco-Reifen. Ja, bei mir vor auch, bei mir bei Kiki, super soft, soft, also war schön, war wirklich Maxen schön beginnt mit der anzuschauen. schnellsten Runde. Maxen jetzt mit der schnellsten Runde. Dudkiller, sehr aggressiv, ist jetzt dran an Ja, Kiki, Max, die also. schnellste Runde. Dudkiller will's wissen. Dudkiller will's wissen, lässt da nicht locker. Also, wir gehen mal durch, also klärt. Trotz dass er jetzt nur noch mehr Neunter ist, fünf Positionen aufgeholt und der große Gewinner natürlich Sigi mit acht Positionen. War nicht schlecht. Oh, Dude Killer. Muss man noch mal gehen? Der ist wieder dran. Ich glaube, ich Ja, Dude das Killer ist dran. an Und da Kiki. hinten sehe ich Sigi im Zweikampf, habe ich gerade Na. gesehen. Kiki hat Im hundertprozentigen Dreikampf. Schaden, bin ich mir sicher. Sigi, Cleo und Mauskuh im Dreikampf. Alter Falter, und Mauskuh räumt da. Nee, andersrum. Sigi räumt die Mauskuh ab. Ja, Mauskuh mit. Nein, nicht Mauskuh. Sigi jetzt mit dem Flügelschaden, das war, also da war sehr optimistisch, dass sowas kriegst du nicht auch nicht im Zeitfahren hin. Ah, sie gehen in der Box. Frage ist jetzt, hat Mauskuh eventuell jetzt einen Schaden davon getragen? Weil jetzt sind dann volle Pulle draufgedüst. Gute Frage, nächste Frage. Das wird jetzt interessant sein, ja? Sie kommt Du Killer Kili raus. vorbei, du Killer Kili vorbei, aber Kiki wehrt sich und setzt sich wieder vorbei. Und Du Killer kommt jetzt besser aus der Kurve als Ah, Kiki. Kiki hat hundertprozentigen Schaden. Ob er Schaden weiß ich, ob er Schaden hat, weiß nicht, aber das Auto sieht gut aus. Ja, aber mit der, in der Safety Car Phase ist er ja im Doch hat er, Kaido doch hat Game er ja. voll rauf Von der links fährt er ein geflasht. Typ über seinen Flügel. Aber das hat sie doch noch. Nee, das war Klee mit dem Flügel. Also der teilt sich wohl beide da. Den Flügelschaden. Sucht die, holt sich die schnellste Der Runde fährt in zurück einer mit anderen 1, 2, Liga, 3, tut mir 2. leid. Ja, das Dudkiller jetzt mit der leicht. S7. Easy. Ja, Piki gibt auch kampflos. Ja, weiß er Oh. schon. Ja, da komme ich nicht dran. Der Kaido kommt da sehr weit raus und Klee jetzt neben ihn. Klee setzt sich neben Kaido und zieht Geht vorbei. vorbei. Und Schwarzer Tag dahinter für auch gleich Ferrari. Manu setzt, hängt ihn auch dran, steckt aber vorerst ein.
aber ich will jetzt nicht das Heck von Manu sehen, bitte, danke. Beide mit der S, Manu ja mit dem Flügelschaden und Kaido auch. Der eine von der links, der andere von der rechts. Aber wir müssen immer noch beachten, ne? Ein fieser Fettsack oder ein LP sucht die. Ich glaube, die müssen alle noch mal in die Box. Das könnte gut sein, ja. Also ich weiß nicht, wann sie an die Box kommen will. Kann man aber, das auch nachschauen? Na, das. Ja, das kannst du nachschauen. MC-Player, fieser Fettsack und LP sucht die sind alle nur einmal gestoppt, siehst du? Kiki dagegen und Jude Killer zusammen in der Safety Car Phase drin gewesen. Also Vorteil. Ja, Vorteil in Kiki. Runde 13 ist an die Box gekommen. Kaido Gaming geht an die Box. Schau mal da mal zu. Was da los ist. Also wenn es Kaido Gaming ist. Der setzt die 5 Sekunden Stop and Go ab. Und wechselt sein Nose. Alter, das Rennen ist voll mit Spannung, ne? Weil Leute zurückfallen und wieder zurückkommen, ne? Ja. So gefällt mir Sigi echt. Jetzt da hinten. Sigi hat 34 Sekunden. Das ist Rückstand auf Red Butler. So. Und Gelb in Sektor 2, Gelb in Sektor 2. Oh, und haben sich, wer hat sich da? Dudekiller und MC-Player sind sich in die Quere gekommen. Nee. Dudekiller und MC-Player sind sich in die Quere gekommen. Doch, die haben sich beide berührt. Ah, was? Ja, Kiki vorbeigeschlüpft an beiden. Und Mauskurs Buffer. So, im Aufgang haben sie sich beide abgeschossen. Lukas heißt du, oder? Wenn ich fragen darf. Oder? Nochmal bitte. Lukas heißt du, oder? Ja. Lukas, kannst du mir kurz sagen, wie viel Kiki reichen würde zum Titel? Also wie viele Punkte Vorsprung auf MC Player? Das waren, er hatte glaube 8 Punkte Rückstand, wenn ich mich erinnere. Also muss 8 nur. 8 Punkte waren das ja. Was ist mit Jude Killer los? Ja. Da geht er die Box. Ein Jude an der Box. Wechselt sein Nose. Punkte. Und 5 Sekunden auch, ja. 8? Okay. Ja. Sektor 2 schon wieder. So, jetzt bin ich mal. Ich schreib mal Patrick. Rockenberg, oder meinst du? Oder wie? Nee, den Kaido. Ein Kaido. Oh, das ist ein spannender Kampf. Also Mauskuh ist dran. Also wer entscheidet jetzt aktuell für Kiki? Also er muss sich eigentlich nur vorne halten, ne? Ja gut, Mauskuh, der wird auch nicht mehr an die Box gehen. Sektor 1, Kaido Gaming. Und das könnte. Sektor 1, gelbe Flagge. Ja, Kaido Gaming raus. Hä? Ach, raus. Wo ist denn der raus? Ah, Traktion weg. So, jetzt bin ich mal gespannt, wer das wirklich ist. Ja, vielleicht hat er da eine Nachricht bekommen und ist erschrocken. Ja, das wäre natürlich. Laden mal in die Party ein. Ich würde sagen, dann machst du das Interview, ne, mit ihm. Ja, das ist ein lustiges Interview, das ich jetzt schon. Aber da muss ich erstmal seinen Gamer kriegen. Vielleicht ist er wirklich erschrocken, ne? K93 Gaming TML. Ah, Leute, bitte sucht euch den längeren Namen beim nächsten Mal aus. K93. Alter, wie viele Stops Toto ist schon dreimal in der Box gewesen.
Also bei mir werden einfach nur Spiele angezeigt. Vorbei suchen. Nachricht. Hat Odi eine Strafe? Herr Odi fährt doch gar nicht mit, oder? Warum wird er bei mir jetzt nicht angezeigt? Ich weiß nicht, so cool. Nochmal K 92 Bindestrich. Nee, ich bin im falschen Chat drin gewesen, warte. Ah, Kaido Gaming TV, stehst du zum Interview bereit? Wird das gehen? Das wäre Oh, super. also Natürlich nur, wenn du Lust es hast. ist nicht Kaido Patrick, den. Dann ist es jemand anderes. Die Frage ist halt nur, warum wird er bei mir nicht angezeigt, wenn ich den wenn ich den suche? Achso, dann probiere ich mal Ja. so. So. Jetzt gehen wir hier. Was ist jetzt mit Kleberul Kiki? Oder? Ja. Ach, den habe ich schon in meiner Freundin. Hä? Das verwirrt mich jetzt. Das. Okay, dann versuche ich. Verstehe ich jetzt nicht. Was los? Ich habe den gesucht und ich habe den nicht gefunden, aber irgendwie ist es in meiner Freundesliste. Ganz, ganz kuriose Sache. Also bei mir steht nur Treffer, wenn ich seinen Namen eingebe, aber das ist meine Freundesliste. Der Kaido Gaming. Ja, das ist nicht Kaido Gaming übrigens, habe ich jetzt erfahren, das ist irgendein anderes. Dude Killer mit der schnellsten Rennrunde. Das ist jetzt mal ganz kurios. Bin ich gespannt. So, gehen wir jetzt zurück in die Renn-Action. MC Player hat direkt eine 3 Sekunden Zeitstrafe für das Abkürzen von Toren. MC Player war in der Box übrigens, ne? Ist auf Super Softs, also aktuell Weltmeister Kiki. Ne? Gar nicht mal. Ja. Kiki und Klee beide von den Linkskantflügeln, aber halten sich relativ gut. Und still und heimlich hat sich die Mauskuh auf Platz 3 vorgearbeitet. Hallo. So, Servus, die erste Frage, die ich habe. Wie spricht man, ist, wofür steht K93? K93 steht für Kalle, ist mein Spitzname und 93 ist mein Jahrgang. Gut, weil wir haben nämlich beide die ganze Zeit gedacht, du wärst jemand anderes. Du dachtest, du bist Kaido Gaming, der neuen Gamertag Ach heißt. so. Das ist gar nicht geil, okay. Jetzt in einer besseren Welt geworden. Erstmal Entschuldigung dafür. Sorry. Und ja, was war los? Also du hast stark angefangen, hattest im ersten Stint relativ gute Pace und dann sah es aus, als hättest du ein bisschen mit dem Auto zu kämpfen gehabt. Ja, nach dem zweiten Boxenstopp, nach dem dritten Boxenstopp, also nach dem letzten, da lag das Auto irgendwie nicht mehr so wirklich auf der Strecke, so wie ich es wollte. Und dann nach der ersten Runde, nach dem Boxenstopp, irgendwie in der ersten Kurve, habe ich zu stark eingelenkt. Und dadurch ist halt irgendwie mein Heck ausgebrochen und ich habe auch
nichts mehr machen können, weder bremsen noch vernünftig lenken. Kam die Mauer entgegen. Oh, schade. Und was heißt das Auto? Lag dir nicht mehr? Lag das am Defibrillator vielleicht zu, dass dein Reifen zu sehr durchgedreht haben oder war es allgemein irgendwie ein bisschen. Ja, nein, das war wirklich am Defibrillator, dass der Reifen halt in der Kurve. Ich habe auch zu stark in der Kurve auch Gas gegeben, sprich dadurch auch zu stark eingelenkt und dadurch sind halt die Reifen durchgedreht ein bisschen und dadurch das Heck halt gefahren. Was hätte für dich heute im Rennen noch rausbringen können? Du lagst ja auch in den Punkten die meiste Zeit. Ich bin jetzt nicht so, jetzt ich gebe jetzt ehrlich zu, ich bin nicht der große Fahrer und der starke Fahrer. Da ich jetzt am jetzt die letzten Runden weit vorne lag, habe ich echt gedacht, ich schaue es so, ich bleibe so im Mittelfeld, so zwischen den 6. und 7. Platz. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn du, leider nicht. Ja, aber es sah im ersten Team sehr gut aus, wenn du dran arbeitest, im ersten Team auch in Zukunft auf zweites und drittes Geld oder je nachdem zu behalten, also ein bisschen mehr Konstanz reinzubekommen, denke ich, dass du in der oder 10 der C-Serie auf jeden Fall eine Zukunft hast. Ja, ich muss auch dazu noch sagen, das ist meine erste 100% Fahrt gewesen. Dann erst rennen? Also unter 100%, ja. Nee. Also bist du jetzt sonst bin ich immer in den anderen Ligen, ich fahre noch in zwei anderen Ligen mit, da fahre ich in 50% mit und heute war es mein erstes 100% Rennen. Also hast du heute dein erstes ORC-Rennen? 100% Rennen ist heute mein erstes Mal gewesen. Boah, krass, Respekt, ja, bist echt gut gefahren für das, ne? Und wie war für dich dein erstes Mal? Ich fand es stark. Letzte Woche bin ich, glaube ich, in der Rookie mitgefahren schon, bei den Rookies, aber nur Qualifying, weil dann irgendwie zum Rennen hat mein Internet irgendwie platt gemacht und dadurch kam ich dann auch nicht mehr rein, nichts. Ah, ja, haben wir uns begegnet auf der Strecke sogar bei den Rookies? Gar nicht mal gesehen. Das könnte gut möglich sein. Auf jeden Fall hat er mir sehr viel Spaß gemacht. 100% ist auf jeden Fall echt was Feines und ich muss sagen, auch verdammt anstrengend. Weil man merkt einfach, desto mehr Runden du fährst, wie stark einfach deine Konzentration nachlässt. Ja, du kannst halt mehr an der Strategie machen, ne? Das ist halt das Geile. Ja. Na ja, gut. Wie sieht für dich deine Zukunft aus? Jetzt letzte Rennen 2017, jetzt kommt ja das 2018er Spiel. Wie sieht da aus? Was hast du geplant, serienmäßig? Willst du dich dann auch in der Ziel etablieren oder sagst du, es war jetzt vielleicht für ein Rennen war es gut oder konzentrierst du dich mehr auf deine anderen zwei Ligen? Nein, ich habe so oder so vorgehabt, ich wollte mich ja erst, ich war jetzt seit knapp 2 Jahren F1 und intensiv spiele ich jetzt erst das 17er Game und habe mir gesagt, ich will jetzt erstmal die 50% Ligen, erstmal um richtig reinzukommen. Jetzt habe ich herausgefunden, dass ihr ja die 100% liegen habt und mich dann da halt beworben. So wie es jetzt aussieht und wie ich jetzt hier auch herausgefunden habe, macht das sehr viel Spaß und werde jetzt das 18er Game auf jeden Fall bei euch bleiben und versuchen in den Stamm reinzukommen bei euch. Das klingt gut. Auf jeden Fall vielversprechend und freuen uns auch dich hier dabei zu haben. Und ja, dann wünschen wir dir alles Gute, viel Spaß beim Training. Da, ja, auch von meiner Seite. Dankeschön. Und dir noch einen schönen Abend. Schönen Abend. Danke. Ciao, ciao. Ciao. Und wer essen war, der gute, alte, fiese Fettsack. War der fiese Fettsack an der Box? Alter. Und LP sucht ja eine Box. LP sucht ja eine Box. Alter, wie wir einfach gemeint haben, das ist Kylo Gaming. Ja, ich würde sagen, dass wir jetzt RTL-Niveau erreicht haben. Boah, Gott sei Dank schaue ich nie auf RTL. Ah. Das heißt, wir können jetzt können uns bei RTL bewerben mit Florian König und Heiko Wasser. Genau. Christian Danner, genau.
Oh, das war mein Handy. Ups. Jetzt lustig. LB sucht die hinter MC-Player gefallen. Leider bin ich es nicht. Ja, falls Kaido doch zuschauen sollte, Kaido natürlich geht auch ein Bus an mich. Du bist auch zum Beispiel ein starkes Rennen gefahren. Der ZB sucht die, der hat's eilig, also sehr. Oh, da lenkt er ein, da lenkt er zu viel ein, aus meiner Sicht, der MC-Player. Ah, die Mauskuh, muss die nochmal an die Box? Die Mauskuh. Hä? Hab ich's verarschen oder was? Nee, hatte ich nicht vor. Hä, warum ist jetzt. Ah, oh, okay, da ist. Moment. Serie A schon fertig. Was fahren die hier so langsam? Ja, die sind so langsam, weil wir eine halbe Stunde später angefangen haben. Ja, gewonnen, hab gesehen, dass. Magnus erster war, dann kam, glaube ich. Und dann. So, ich bin wieder da. Colangelo. AFK. Jo, alles also gut. Serie A, wie sieht's da aus, wollte ich da sagen? Ja, okay, ja, ich glaube, Ding hat gewonnen. Magnus, dann Diego. So, der fiese Fettsack ist dann ein MC-Player. Das ist eigentlich auch der einzige Zweikampf. Ja, eben. Deshalb weiß ich auch nicht anderes, was ich zeigen soll. Hat sich gerade alles ein bisschen entspannt wieder. Magnus, Diego und Toxic. Krass. Und an. Ja, aber ich sag jetzt mal. Zobi und Speedy sind heute nicht mitgefahren, oder verstehe ich das richtig? Das kann gut sein, der versucht jetzt 1,30 nur. Oh, das ist nicht so schlecht, der hinter. Jetzt bin ich so blöd. Das würde nicht reichen, ne? Es würde nicht reichen für Kiki für zum Titel. Ne, jetzt nicht, weil MCP ist jetzt fünfter. Na, aber auch ein fieser Fetzer hier nicht kriegen würde, oder? Mit wären 4 Punkte. Würde auch nicht reichen. Moment. Fast auch noch das Handy runtergefallen. Das wäre noch die Krönung. So, sucht die ist jetzt an Knie dran. Und MC-Player hängt den fiesen Fettsack im Nacken. Ja, eben, ich bleib hier, fieser Fettsack. Fällt mir gut hier. Weil
für mich ist auch das Duell sein wird, weil ich würde jetzt mal sagen, ja, fiese Fettsack ist ja vorbeigegangen jetzt, aber ich würde sagen, Kiki muss das auf jeden Fall halten, wenn er hier noch mitspielen möchte, also eine Rolle spielen möchte. Und Klee sucht die Dazi. Klee gibt da kampflos auf. Er weiß, dass der sucht die da auf deutlich schnelleren Reifen unterwegs war als er. Jetzt gehe ich aber mal nach vorne. Zu LP sucht die. Ja, schön, dass bei LP sucht die das Boxenstopp-Fenster von Runde 14 bis 16 ist, also das finde ich super. Bei LP sucht die kommt damit hier riesen Schritten ran. Fieser Fettsack kommt das auch an Kiki. So, jetzt wieder hier LP sucht die. Das Duell um den Sieg. Aus meiner Sicht können nur noch diese beiden gewinnen hier. Also damit ist Andi zum zweiten Mal jetzt ORC Champion. Andi? Andi ist Serie A Ja. Champion zum zweiten Mal, ja. Krasse Geschichte. Ja, Glückwunsch an dieser Stelle an Andi. Glückwunsch, Andi. Das wird dein Spaß nächste Saison in der Sim-Serie. Hat ja auch Sim-Serie. Das wird Naja, einer da meiner Konkurrenten. das ist alles neu gemischt. So, das Duell um den Sieg, ich glaube, ohne große Mühen zu scheuen, wird hier LP sucht die vorbeigehen. Ja, sollte er. Er versucht jetzt schon. Und Maus Kuh lässt ihn aufziehen. Maus Kuh weiß auch Bescheid. So ist einfach der schnellste da draußen. Lässt ihn ziehen. Und Sigi kommt nah an Manu ran. Ist Fieser jetzt Fettsack unter einer ist im Sekunde. DRS-Fenster von Kiki. Und MC-Player ist auch nicht so weit weg. 1,8 Sekunden. Red Butler ist an die Box gefahren. Und da gibt es eine Und da fährt er in die Überholmanöver, Karre. oder? Fieser Fettsack, Alter. Das war schon ein bisschen, Ne, was hat er also. überhaupt? Da hätte Achso, man schon da können hat. warten. Kikis Reifen scheinen aber auch sehr schon abgenutzt zu sein. Hat da ziemliches Graining auf den Vorderreifen. Ist aber auch sehr langsam. MC-Player Ah, an Kiki Teamorder. vorbei. Was ist jetzt mit Kiki los? Ja. Dann, das war Teamorder. Das war Teamorder. Denn Kiki ist halt auf die Geraden langsam gemacht, um MC-Player da vorbeizulassen, damit MC-Player jetzt Druck machen kann auf den fiesen Fetzer. Ja, das glaube ich nicht. Es wird jetzt spannend zu sehen, ob sich jetzt die Standorte ausbezahlt oder nicht. MC-Player macht jetzt auf jeden Fall Jagd auf den Fetzer. Bin jetzt gespannt zu sehen, wie die Sektorzeiten jetzt aussehen. Wo haben wir ein Duell? Klee fährt alleine, also Klee wirklich wieder Great Recovery. Also muss man sagen, da war aus meiner Sicht schon wieder weg vom Fenster, aber jetzt hat es sich wirklich gut zusammen Kiki hat sich eine gerappt. Zeitstrafe abgeholt. Und Ja. Sigi kommt nah an Manu. Ja, Sigi hat auch ein starkes Rennen, hat dann sein Rennen auch weggeschmissen mit der Zeit. Also hat sich ja stark verbremst gehabt.
So Leute, macht es besser wie Sebastian Vettel heute. Fahrt das Ding nach Hause. Danke, dass du mich daran erinnerst. Jetzt fast schon vergessen, gell? Das tut so weh, das tut so weh. Ja, dass man eigentlich so einen sicheren Sieg wegschmeißt. Mal schauen, ob das der Episode die besser macht. Herr Aber ich Junge, denke schon. sichere Siege war schon. Nein, ich denke, das locker. wäre auf jeden Fall zum Saisonabschluss. Ja, ich bin ja Ding gewesen, ne? Public Viewing. Es war ja auf dem Gardasee, das ist so ein See in Italien. Da war ich auch so eine kleine Fan-Meile von Ferrari, dass der Vettel ausgeschieden ist. Das habe ich, glaube ich, sogar in die Gruppe reingeschrieben. Da fällt ein nichts Besseres sein, als wir einfach mal das Bier auf den Fernseher zu werfen. Oh je. Oh je. Bitte? Traurig, aber wahr. Ja. Ja. Oh ja, Helene Fischer war in der Mercedes-Benz Arena. Juhu. Leider. Das hat mich jetzt echt kein bisschen interessiert, aber gut zu wissen, hier als kleine Randinfo. Ja, es gibt aktuell gibt es eigentlich nichts auf der Strecke, ne? Null. Du und ich würde einfach sagen, dass wir heute auch wirklich die Interviews ein bisschen kürzer gestalten. Also ich Ja, würde sie jetzt das hat nicht brutal lange machen, weil das nein, null. Null Action auf der Strecke. also eigentlich die einzigen, die Chance hätten noch auf den Zweikampf, wären eigentlich die nächsten und sieben. Aber von denen macht keiner in den Boden gut. Das heißt, ja, die ist gerade auf der Strecke nicht blöd. Dann frage ich dich mal, wie wird es für dich weitergehen nächste Saison 2018? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es nicht. Also ich sage jetzt so, ich bin vor einem Monat in die Liga gekommen, bin ein Rennen in der Serie C gefahren, da habe ich das Rennen direkt gewonnen, da bin ich Rookie-Rennen gefahren, habe ich ein Disconnect gehabt, bin aber Neunter geworden, bin ich nochmal Rookie-Rennen gefahren in Monza, habe ich Pole gehabt, da bin Zweiter geworden. Bin ich Serie B gefahren, da bin ich Fünfter geworden und jetzt bin ich nochmal Rookie-Rennen gefahren und wieder Zweiter geworden. Also ich weiß es nicht, wie es weitergehen wird. Ich hoffe mal auf dem Platz irgendwo. Ja. Also gibt es heute auch keine Gespräche, nichts. Nee, 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 ich kenne noch keinen. Okay. Bin da noch. Ich weiß nicht, wie lange du in der Liga bist. Wie lange, wenn ich fragen darf. Halbes Jahr. Ja, eben, ich sage jetzt mal, ich bin einen Monat in der Liga gerade mal. Kenn da halt noch wenig. Oh, nächsten setze ich an Kiki vorbei. Maxton setzt sich an Kiki vorbei nach Start und Ziel, aber Kiki wehrt sich. Kiki wehrt sich, Maxton dahinter, aber Maxton kann jetzt wieder Gegenangriff starten. Der wird reinziehen, ne, der wird dich reinziehen. Okay, vielleicht noch ein bisschen Spannung. Der wird jetzt warten, wird aber am nächsten uns wieder auf die Zeit schaffen. Aber wir sind Aber beide kommen da nicht ganz sauber durch. ich gehe mal TV on board. Ja, okay, da brauchst du eigentlich nicht probieren. Okay, tut mir leid, das Oh, verstehe ich nicht. Tut mir why? leid, das verstehe ich nicht. Das ist einfach nur blöd. Ja. Das ist einfach nur Da. blöd.
Da ist ihm das Heck ausgebrochen. Da. Ne, der wollte angreifen. Ja gut, das. Ja. Ich bin blöd gegangen für ihn. Hat jetzt glaube ich einen kompletten Damage vorne. Ah, ja. Nichts mehr dran. Ja, das, damit hat sich das Rennen komplett versorgt. Ja, das ist, tut mir leid. Das verstehe ich sowieso nicht. Jetzt ziehen. Es sind schon mehrere Überholmanöver an dieser Kurve. Ja. Aber trotzdem. Da ist nicht der Platz anzugreifen. Er wollte dann alles retten. Also das hat er ja gut gemacht. Hat lieber sein Rennen zerstört, als wieder den anderen reinzuballern. Also Respekt dafür, aber trotzdem ein bisschen blöd. Ja gut, Max und Gut, beide ja Teamkollegen in der C1. Ich denke, für die beiden geht es um sowieso nichts. Aber gebe ich da schon recht, das war hätte nicht sein müssen. Fällt auch noch außerhalb die Punkt aus der Punkte raus, ne? Ja, klar. Ist jetzt 11. Vorletzte damit. Ah, bei Dude Killer könnte es noch ein bisschen eng werden vielleicht. Mit ein bisschen Glück. So, LP sucht, die geht in die letzte Runde. Ja, ich denke, Dude Killer wird sich noch Kiki schnappen. Ja, also LP sucht die ein starkes Rennen, wirklich. Vielleicht für uns etwas ein bisschen langweilig, aber er hat alles schon langweilig, ne? Ja. Hat alles richtig gemacht, was man richtig machen konnte. Schön entspannt das Rennen gefahren, konnte sich nach jeder Safety-Car-Phase schön wehren, konnte sich auch gegen den fiesen Fettsack vom zweiten Restart wehren. Alles richtig gemacht, schön entspannt, Reifen geschont, Sprit geschont. Also das war wirklich ganz großes Kino heute vom LP sucht die. Das war echt nicht von schlechten Eltern, ja. Verdient gewonnen. Oh nein. Ah ja. Selber schuld. Dude, Killer. Ja. Dann würde ich nochmal schalten auf den LP-Suchen. So tut mir leid, das verstehe ich nicht. Ja, und er gewinnt. Klasse gemacht. Hier sucht die saustarkes Rennen. Also das muss jetzt nicht sein, dass er extra rausgeht. Ich würde schon die Punkte mitnehmen, Dude Killer. Zweiter Platz geht an. Jetzt müssen wir mal schauen mit den Strafen, ne? Und Audi ist dann C3-Champion. Audi ist C3. Und wer ist bei uns Champion? Wer ist bei uns Champion? Wir schauen durch die Durchwert. Ja, MC Player müsste durch sein. MC Player ist Champion. MC Player ist unser neuer MC Player. Glückwunsch. Glückwunsch an dich. Uns aus. Bisschen spät, aber wir haben es noch hingekriegt. Kiki zweiter. Leute, ja, Kiki verteidigt damit Platz 2 in der Gesamtwertung. So, wer ist damit alles ich aufgestiegen bin... in die B-Serie für nächste Saison? MC Player, Kiki sind aus der C2 aufgestiegen. Du müsstest mir jetzt einen Gefallen machen, ich bin 2 Sekunden weg. Du lädst bitte die Leute danach ein und dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher. Ich bin nur 2 Minuten weg. Alles gut. So, und der fiese Fettsack fährt jetzt dann
auf Platz 3 nach Hause, auch tolles Rennen von ihm. Aber durch die Zeitstrafe kommt ein Mauskuh auf Platz 2. Mauskuh, Glückwunsch an dich. Starkes Rennen, schön nach vorne gekämpft gehabt. Klee, Vierter. MC Player, unser C2 Champion, auf Platz 5. Kiki kommt als Sechster ins Ziel. Manu kommt auch, wird vermutlich Siebter bleiben. Starkes Rennen auch von ihm. Aber dann fehlerbedingt nach hinten gefallen. Genau das gleiche wie für Sigi auf Platz 8. Nee, tatsächlich gibt es dann noch eine Änderung. Dann ist Sigi Siebter. Red Butler, Maxton, Dudekiller ist hier raus. Ja, Maxton ist auch am Kriechen. So, damit unsere Top 5. LP, Mauskuh, Fieser Fettsack, Klee, MC Player. Das sind unsere Top 5 heute. Glückwunsch an euch, Jungs. Tolle Leistung. Ja, das war's damit. Schauen wir uns noch die Siegerehrung an. Ja. Alle drei da oben. Alle drei verdient. Force India. Und dann kommt ein Haas und ein Williams. Ja. Also, das wird man in der echten F1. Also, da kann man lange warten. Das Bild mal sieht so. In der Reihenfolge. Force India hat ja mittlerweile einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Deshalb freut es mich gerade ungemein. Ja, das glaube ich dir. Oh, schauen wir uns mal die Strafen an. Oh, das ist nicht für schlechten Eltern. Mauskuh 10 Sekunden, Klee 20. Der Mauskuh ist dann vorbeigezogen. Ja, Klee 20 Sekunden, MC Player 1. Auch einmal vorbeigezogen. Also, dann mal. Ach, es ging. Bisschen übertrieben. Ich hatte bei meinem Sieg in Ungarn damals, hat man gemeint, man hat mich eingeladen zum Interview, aber dabei habe ich nie eine Einladung bekommen. Und da gibt's, haben sich alle aufgeregt, warum ich ins Interview gegangen sind, und ich habe halt nie eine Einladung bekommen gehabt. Muss ich schaffen, aber mir wird auch der MC angezeigt. Einladen, Spieler einladen. Muss Spieler einladen. Also, wer war die Top? Zweiter war? Mauskuh. Die Mauskuh. Die Mauskuh. Mauskuh. Die Mauskuh. Mauskuh 29. Jawohl. Und das ist ja wirklich halt echt eine Mauskuh als. Nee, die sieht ja aus wie ein Schweinchen. Mrs. G. So, dritter war der miese. Nee, Mrs. Chiggy. Ne? Exitus sieht geradezu. Exitus, warum bist du heute nicht mitgefahren? Entschuldige, dritter war. Ich weiß nicht, ob du den Namen weißt. Ja, dieser Fettsack, der muss. Ja, moin, der muss man buchstabieren. Mit. Geil, mein Internet kackt ab. F1. Ja. 3. Ja. S3. S3. R. Ja. Großes V. Ja. Hä? Mauskuh schreibt gerade, er ist Vierter geworden. What the fuck? Hä? Was ist denn jetzt los? Er ist Zweiter. Ach so, ich hab ihn gefunden. Hä, du bist doch Zweiter geworden. Ja, ich lade ihn jetzt mal ein. Hä, Mauskuh ist doch Zweiter geworden. Er sagt, er ist Vierter geworden. Ja, den Bug hatten wir aber auch in der C1 mal. Ah, was?
Okay, also erster. Ihr müsst MC-Player finde ich nicht. Warum finde ich den MC-Player nicht? Hey, Maus gewesen, bei dir dritter und zweiter, bitte. Ja, bei mir war ist Maus Q zweiter und dritter war der fiese Fettsack. Ah, was? Wurde wie. Was hat er bei dir angezeigt? Okay. Warum? Was ist los mit meiner PS4? Wo ist MC-Player? Zeig ihn mir doch einfach an. Du kannst ja einfach. Junge! Hey, das kann nicht sein. Mausku schreibt, zweiter fieser Fettsack und dritter ist Klee. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Ja, ich lade Hey, dann einfach die aber Top was machen 2 wir jetzt? ein. Ich zeig mal die Top 3 ein, Hey, die von mir. ja, aber bei Jung, wird Kann. das jetzt nur bei Mausko angezeigt, dass er Vierter geworden ist, oder wird jetzt bei allen angezeigt, dass. Oh, das ist halt. Ah, jetzt habe ich ihn. Das ist halt die Frage. Also, bei mir wurde es halt nicht angezeigt. Komm, was ist jetzt los? Jetzt hat sich meine PS4 aufgehängt gehört. Nee, Ah, alles gut. was? Ja, so jetzt habe ich den MC-Player gefunden. Die Maus habe ich. Wer fehlt noch? Da fehlt noch einer. Ma nee, dann passt es ja. Ah, ich schreibe jetzt mal in die Gruppe rein, weil das Ja, verwundert frag mal mich in die Gruppe, weil jetzt. das ist ein bisschen. Den LP sucht die, genau den muss ich ja noch einladen. Tut mir leid, Philipp, dass gerade alles sich ein bisschen zieht. Nee, wir machen das auch ganz kurz, ist ja relativ. Ja, aber ich habe gerade die ganzen Namen, weil ich gerade ein bisschen verwirrt bin, vielleicht. Also, ich habe jetzt. MC-Player habe ich drin, weil er Champion ist. Dann habe ich LP-Suchti drin, die Maus-Q. Ich sende jetzt einfach mal den in den Freundschaftsanzeige, die ich finde. Und so, ja. Ah, die Maus-Q fehlt mir. Wo ist die Maus-Q? Liebe Mauskuh, wo bleibst du denn? Ah, geil, jetzt habe ich Chat-Nachrichten und kann die jetzt nicht durchlesen. Kannst du jetzt schnell die durchlesen? Ah, ja, kann ich gleich machen. Na, habe ich es in die Gruppe gepostet. Servus. Ja, servus. Ich schau mal kurz in die Gruppe. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, also Servus. bei mir wird auch Klee auf Platz 3 angezeigt. Ja. Ja, Und es Red ist. Butler, wir haben das gleiche. Wir haben auch, dass Maus kurz weiter ist. Ach du Ja. Scheiße. Also die Frage, tun wir jetzt Klee einladen Ja, oder ich die weiß Maus es nicht, Q? ich weiß es nicht. Na, ich lade mal die Maus rein, weil ich habe meine Freundschaftsanfrage angenommen. Dann machen wir das so. Und dann müssen wir halt im Nachhinein schauen, wie wir es dann machen. Das ist aber das ist so ein typisch Codemasters-Moment, ne?
Ey Leute, hat's bei mir für den WM-Sieg sicher gereicht? Habt ihr das mal durchgerechnet? Jo, Ja, du ja, du bist bist durch. Weltmeister, Glückwunsch! Leute, du bist ja vor Kiki ins Ziel gekommen, also alles gut. Herzlichen Dank, herzlichen Dank. Ja, kein Ding. So, jetzt erstmal von meiner Seite auch an den C-Player Glückwunsch zum Titel und LP sucht dir natürlich auch Glückwunsch zum Sieg. Dankeschön. Danke. Glückwunsch auch von mir. Sagen, ja. Ja, ich Red würde Butler. Sagen, wir fangen mal an mit der. Fängst du an mit der Mauskuh? Ich? Ja. Ja, okay, alles klar. Moin Klee. So. Jetzt gibt's hier ein paar. Können wir schnell das ausdiskutieren? Ja, es gibt hier ein paar Probleme. Weil es wird einmal Mauskuh angezeigt auf dem Podium und einmal wird's Klee. Also. Wir wissen halt jetzt nicht, was richtig ist, ob jetzt Mauskuh auf dem Podium ist oder ob Klee auf dem Podium ist. Mauskuh ist Zweiter und Fettsack ist Dritter. Ja, das wurde mir auch angezeigt. Und sicher? Ganz ja, sicher. Ja, das wurde mir auch angezeigt, genauso, in der Reihenfolge. Mir wurde es aber anders angezeigt, ne? Dass ich Vierter bin. Okay, ich suche jetzt nochmal den fiesen Fettsack. Ich habe den in Freundschaftsanfrage geschickt, aber der hat mich nicht angenommen. Also dann ist Dritter Fettsack. Also fieser Fettsack. Fieser Fettsack. Ja, ich glaube, hier schon der Warte bitte, ja. Ist der schon in der Party hier? Nee, noch nicht. Ich habe den eingeladen, aber dann mache ich es einfach nochmal. Ach, was für ein verrücktes Rennen. Allgemein wieder so eine geile Lobby. Ja, das Game kann sowieso jetzt komplett abschmieren, Alter. Ja, okay. Aktuell läuft da nichts. Ja, was ist los? Jetzt bin ich nicht auf dem Zückerli hier. Also ich finde... Na ganz ehrlich, ich würde sagen, eigentlich. Ja. Fange ich an? Moin, fieser Fettsack, erstmal. Moin, moin, ich habe keine Einladung bekommen, habe jetzt erst gesehen, dass die Fahrt ja, alles gut, ist. Alles gut, kein Ding. Fange ich dann an, Lukas? Ja, mach du mal den Anfang. Okay. Fieser Fettsack, du bist Dritter geworden. Also, herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus. Ja. Bisschen starkes Rennen gefahren, muss man sagen. Dann vor sind ja auf dem LP sucht die. Ja, hat es ein paar Angriffe versucht, aber bist nicht vorbeigekommen. Erzähl mal, wie dein Rennen so lief. Jetzt ab dem Qualifying? Ja, natürlich. Ja, ja. Boah. Kannst einschließen. Qualifying, es war ja nicht mein erstes 100%. Ich bin ja schon letzte Woche mit C1 Ziel gefahren, das heißt, die Strecke war mir vertraut. Hab in meiner letzten Runde einen Fehler gemacht in der letzten Kurve, hat aber dann noch für P3 gereicht. War positiv gelaunt im Rennen, also auch vom Start jetzt der P3 war eine gute Ausgangsposition. Beim Start habe ich mich ein bisschen gefühlt wie Vettel, weil ich kam super gut weg, also Vettel in Frankreich, ich kam super gut weg, aber der Suchti war mir im Weg und ich kam nicht nach rechts. Kein Platz, durch ja. Durch den Dude Killer, also habe ich erstmal wieder abgebremst. Doch der Dude Killer hat am Ende von Runde 1 einen Fehler gemacht, also kam ich relativ schnell durch. Und dann ging der Kampf vom P2 los. Erst ging das Team Red Bull, dann ging Dude Killer, dann zwischendurch auch durch den Toro Rosso Piloten Klee. Also das war ein Wellenkampf da. Ja, das war schon. Das war, also es war, da musste ich wirklich alle Geschütze auffahren. Mithalten mit Suchti konnte ich jetzt nicht, das war unmöglich. So, dann, ich weiß nicht wann, Runde 13, 14 ging das erste Safety Car los. Oder Runde 15. Ah, 12, glaube ich. Soll mir recht sein. Auf jeden Fall, nach dem ersten Pinienstart kam ich auch nicht an Suchti vorbei, musste mich verteidigen. Und ich weiß nicht wann das war. Irgendwann hat es auch ein Red Bull Pilot geschafft. Wobei, ob das jetzt der MC Player war oder der Kiki, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hat er mich dann in Kurve 1 überholt, hat mich ein bisschen rausgetragen, aber alles ist gut gegangen. Und dann kam das zweite Safety Car und da ging der Pinienstart auch super.
Da kam die erste Runde mit und Sufti, aber dann war auch wieder da die Luft raus und der Sufti hat die Strecke, war weg. Und dann war ich noch zweitplatziert und die Mauskuh, ja, die gefährliche Mauskuh war hinter mir plötzlich und kam erschreckend nah und ich dachte mir so, okay, sieht jetzt doch gut, 14 Runden zu fahren, entweder gehst du jetzt in die Profs oder du machst diesen Endloskampf auf Soft. Ja, bin dann auf 6. wieder raus, hinter MC Player und dann ging meine bahnbrechende Verfolgungsjagd los. Erst MC Player, dann sein Teamkollegen und dann in der letzten Runde noch in Klee. Und danach war ich auch fertig. Also ich weiß jetzt nicht, was los, ob ich jetzt Dritter geworden bin oder Zweiter, weil ich ja, wir wissen es auch, ehrlich gesagt nicht. Also laut meiner Statistik war ich 3 Sekunden hinter Mauskuh und er hat 10 Sekunden Strafe. Ich weiß nicht, ob das doppelt gerechnet wird durch die Stop and Go. Ich weiß nicht, ob das schon abgezogen wurde, weil er hat ja geschrieben, er wurde Vierter. Ich hoffe, das ist jetzt nicht passiert, weil Dude Killer jetzt am Ende noch einen Disconnect hat oder aufgegeben hat, keine Ahnung. Da war der eigentlich nicht, oder? Bei diesem Spiel kann man nie wissen. Ja, besonders in den letzten Monaten. Na gut, dann bedanke ich mich ehrlich. Super gefahren, tolle Leistung, absolut verdient. Respekt. Lukas, fest, machst du weiter? Mit B2? Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur lieben Mauskuh. Also ich denke mal, die Mauskuh ist ein der. Ja. Das hat mir halt immer dementsprechend ein bisschen schwierig gemacht und wusste ich nicht, heißt jetzt die Mauskuh oder der Mauskuh. Aber Glückwunsch bei dir am Platz 2. Du hattest relativ starkes Rennen anfangs, dann bist du ein bisschen von der Bildfläche verschwunden und hast dich dann langsam aber sicher nach vorne geschlichen, was uns beiden sehr überrascht hat, weil wir hatten dich nicht auf dem Schirm und irgendwann warst du dann irgendwo mal da Zweiter, Dritter und ich denke so, hey, wie hat das da hingeschafft? Glückwunsch erstmal daran. Erzähl mal, wie war dein Rennen? War das wirklich so, dass du einen auf Ninja gemacht hast oder? Nö, der Start ist nicht so geglückt. Ich habe halt den Frontflügel abgefahren und dann bin ich glaube noch 2 oder 3 Runden gefahren und dann dachte ich, es war in die Box, ist egal. Ne? Und da habe ich mir diese Stop-and-Go-Straße eingehandelt, weil ich glaube, ob es schnell war. Und dann bin ich auf die Soft, ja, die Soft bin ich gezogen. Und dann bin ich, glaube ich, 11 oder 12 Runden nur qualifiziert und dann hat wirklich Vollgas gegeben. Und dann war das Safety Car auf einmal da und dann bin ich auf Supersoft gewechselt. Ja, und dann wieder qualifiziert, also wie vom Hund gebissen bin ich gefahren. Und dann war wieder ein Safety Car und dann bin ich auf die Soft wieder gewechselt, genau. Und dann bin ich mit dem bis zum Schluss durch. Und ich habe gewusst, ich habe diese Stop-and-Go-Straße. Und man dachte, mir soll ich kämpfen oder nicht, wenn man dachte, ne, dann fährst du einfach normal und schaust halt, ob die anderen vielleicht auch Strafen haben. Ne. Und dann habe ich gesehen, ha, ich bleib Zweiter, cool, ne? Und dann habe ich gesehen, dass ich auf Vierter geworden bin, ja, ist auch nicht schlecht, Vierter. Also klar. War ja, auf jeden Fall. Eigentlich. Ja, also war noch sehr überrascht, was das schön ist, ruhiges Rennen gefahren, ist kein unnötiges Risiko gegangen, was uns gefallen hat. Und wie sieht es bei dir aus für nächste Saison? Was hast du dann für Formel 1 2018 geplant? Naja, einmal üben, einfahren bei dem Spiel und dann natürlich wirklich Vollgas geben. Also dann angreifen und dann schauen, in welche Liga ich komme und dann schauen wir mal weiter, welche Gegner da sind. Aber ja, dann bedanken wir uns an dieser Stelle bei dir. Dann hoffentlich kannst du jetzt mit einem guten Gewissen jetzt aus der Saison raustreten und dann gut vorbereiten für die neue Saison. Ja, ich hoffe, dass ich noch mal Marco fahren darf, irgendwo in einer Liga. Das ist noch mein Ziel, da möchte ich noch irgendwo mitfahren. Ja, vielleicht werde ich ja spontan krank, wer weiß. Also, dann wünsche ich dir noch auf jeden Fall einen guten Start in die Woche. Danke, euch auch. Und ja, ciao. Danke, ciao. Tschüss, aber. Servus. Mach ich Platz 1 oder bist du? Ich denke, wir wechseln uns ab, dann darfst du weitermachen. Ja, okay. Entschuldigung. LP sucht die. Genau. Perfekt, einfach in einer anderen Liga gefahren, kann man sozusagen sagen. Mega gut gefahren, echt.
kontrolliert, Reifenmanagement, Benzinmanagement, alles top. Angriffe abgeblockt, Safety Car Restarts, super Boxenstops, super getimed. Was will man mehr? ja. 25 Punkte jetzt mitgenommen. Erzähl mal, wie war dein Rennen so, auch wenn es nicht so viel zu erzählen gibt. Fass einfach mal zusammen. Ja, fange ich auch mal beim Qualifying an erstmal. Ich habe mit dem ersten Satz Reifen tatsächlich zwei Runden hingelegt. Mhm. Ja, und dann war ich eigentlich schon recht komfortabel vorne, habe aber gesehen, dass meine Reifen schon bei 15% waren, also bin ich nochmal raus am Ende des Qualifyings, um mich nochmal dann mit Reifen zu qualifizieren, die ein bisschen weniger Abnutzung hatten. Mhm. Ja, mein Start hatte ich dann nicht ganz so viel Grip. Ich weiß nicht, ob ich meine Reifen nicht ganz genug aufgewärmt hatte oder so. Ja, und musste mich dann auch direkt in der ersten Kurve verteidigen gegen Dude Killer. Das ging aber recht gut. Und ja, der erste Stint auf den Supersoften war auch in Ordnung, schön weggefahren von den anderen. Ja, und dann mache ich meinen Boxenstopp und direkt die Runde danach kam das Safety Car, was für mich ein bisschen blöd war. Aber habe ich ja trotzdem meine erste Position behalten, weil alle anderen dann auch reingegangen sind. Denn der Restart ging ganz gut. Wieder der Stint auf den Soften, dann ganz locker gefahren. Ja, und beim zweiten Safety Car wusste ich tatsächlich nicht, ob ich auf die Soften gehe oder nicht, weil ich mir nicht sicher war, ob die denn tatsächlich die 30 Runden halten. Der Restart dann vom zweiten Safety Car musste ich mich tatsächlich ein bisschen verteidigen gegen den schiefen Fettsack. Aber das ja, war dann, nach einer Runde hatte ich dann auch wieder genug Abstand, dass ich mir keine Sorgen mehr machen musste. Ja, und dann am Ende musste ich nochmal auf die Supersoften wechseln, weil die Soften nicht bis zum Ende gehalten hätten. Und bin dann zurückgefallen auf Platz 4 und musste mich dann noch an Kiki, Clay und Mausku vorbeikämpfen. Ja, Kiki hat sich recht gut gewehrt tatsächlich. Ja, Clay hat direkt Platz gemacht, wo ich dann direkt dran vorbeifahren konnte. Und Mausku habe ich auf der Start und Ziel am Ende in der ersten Kurve dann überholt. Ja, und dann war ich, glaube ich, sechs oder sieben Runden vorne, konnte wieder locker rausfahren. Ja. Keine Chance. Ja, du bist ja. Bist du eigentlich Rookie oder fährst du hier wirklich? Das war mein drittes Rennen als Stammfahrer jetzt in der C2. Okay. Ja, also seit Australien war mein erstes Rennen. Ja, Australien. Ah, okay. Bin ich nicht ins Ziel gekommen und dann Monster und Bahrain habe ich jetzt gewonnen. Ja, mal gucken, oh, 50 wie Punkte. Das neue Spiel wird. Und dann, ja, mal schauen. Ah, genau, wollte ich auch gerade fragen. Was nimmst du dich vor für 3 im neuen Spiel? Ja, natürlich muss man erstmal schauen, wie sich das Spiel verhält, wie man dir die Setups zusammenstellen muss, wie die Autos sich fahren lassen. Richtig, ja. Ja, und dann mal gucken, welche Liga man zugeteilt wird und wie man denn da gegen die neuen Gegner fährt. Ja. Jo. Dann würde ich sagen, ja, super, also echt nochmal Glückwunsch, besser könnte man es echt nicht machen. Dankeschön. Ja. Also ich habe jetzt ein bisschen die Übersicht verloren, aber wen hatten wir noch nicht interviewt, also MCP hatten wir noch nicht und Klee. Petzak? Und Klee hatten wir nicht. Okay, dann ja, kommen wir zu Klee. Klee, ich denke, deine Verwirrung können wir alle nachvollziehen. Ich habe gerade eine Gruppe gelesen, bei dir steht, du hast keine Zeitstrafe und bei mir steht aber, dort ist das. Hattest du eigentlich einen Frontflügelschaden? Ich hatte 3 Mal auf Frontflügelschade. War eigentlich ziemlich unglücklich gelaufen. Ich habe mir ja die erste Frontflügelschade in der ersten Safety Car Phase geholt. So, ich weiß nicht mehr, wer vor mir war. Ist ständig auf Gas, abgebremst. Wahrscheinlich wegen der Delta-Zeit. Bei mir war die weit im grünen Bereich. Aber gut, kann man jetzt keinen Vorwurf machen. Auf jeden Fall geht er auf die Bremse oder lässt das Gas raus und ich fahre mir ein Stück Flügel ab. Danach habe ich ihn mal stärker beschädigt, habe den Flügel dann nochmal getauscht in der Box. Dann kam die zweite Safety Car Phase. Und da wollte mich, ich weiß auch nicht mehr, wer das war vielleicht Tode oder so, und wollte mich über runterlassen und geht vom Gas und ich fahre mal wieder den Flügel ab. Mhm. Ja, und dann konnte ich die Pace vorne einfach nicht mehr mitgehen.
Von daher war ich eigentlich noch ganz froh, dass sie noch halbwegs gepasst hat. Hab mich danach versucht, noch irgendwie auf Platz 3 zu halten. Als dann Fettsack von hinten gedrückt hat in der letzten Runde, dachte ich, gut, vielleicht klappt's noch. Und dann kam die drittletzte Kurve. Und da ist er, ich sag jetzt mal vorsichtig, ein bisschen ungestüm reingegangen. Ich war aber auch zu weit außen. Und dann, war die Sache gelaufen. Aber ich sag jetzt mal dritter oder vierter. Scheiß der Hund drauf. Hat Spaß gemacht, war schön. Letzte Saisonrennen. Mich hätte jetzt natürlich interessiert, wer wie viel Zeitstrafe hatte. Für jetzt einfach mal hier zu gucken, wer überhaupt wo gestanden hätte. Ja, das können wir dir leider auch nicht mehr sagen, weil jeder ein anderes Ergebnis hat. Das ist jetzt ziemlich verwirrend, ne? Aber mein Gott, was soll's. Wenn die Saison halt so zu Ende geht, wenn es scheiße ausgeht, geht's meistens super los, ne? Alles in allem hat Spaß gemacht. Super. Ja, was will man mehr? Habe ich ja gesagt, dass das Rennen wiederholt werden soll jetzt. Also ich habe geschrieben, ich wäre dabei. In Monaco Starkregen 100% sind. Wenn jetzt alle dabei sind, machen wir das. Und dann können wir nochmal entscheiden, wer dann C2 Champion. Nein, natürlich nicht. Klee, von meiner Seite aus, von unserer Seite aus, danken wir dir für ein gutes Rennen. Und ich bin natürlich von 2018, F1 2018 eine gute Saison. Auf jeden Fall. Aber auch du einen guten Start in die Woche. Genieß den Abend. Und man sieht sich. Ciao. Auf jeden Fall, vielen Dank. Dann gucken wir uns mal noch die Moderation an. Na? Oh, das ist cool. Oh, jetzt habe ich eine Nachricht bekommen. Genau, dann bist du wieder dran. Wen gibt's denn jetzt noch zu interviewen? Ich glaube, den MC. Ja. Ah, ja, den genau, Champion! Wir haben vielleicht Sorry. Den wichtigsten vergessen, aber... Das unterstreicht nur die Lobby heute. Wir lieben dich natürlich. Ja, Champion. Bin gerade ein bisschen neben der Spur. Tut mir. Ja, bist ein gutes Rennen gefahren. Hast dich. Wusstest, dass es um viel geht. Hast dich gut rausgehalten und hast ein solides Rennen abgeliefert. Und bist jetzt möglich, weil ich bin jetzt das zweite Mal hier zu moderieren. Ja, bist verdient Weltmeister geworden, muss man sagen. Ja, herzlichen Dank, ja. So wie es aussieht, hat es gereicht, ja. Kai Ding. Erzähl mal trotzdem, wie dein Rennen heute so war, in deinem finalen Rennen. Ja, also Quali war ich weit hinter meiner Zeit, fast eine halbe Sekunde, da hätte ich mit LP zu viel fast mithalten können, nicht ganz. Aber 28,8 wäre auch gut drin gewesen. Start war meine größte Sorge, es war erst mein zweites Rennen mit Lenkrad. Boah, und so schnell schon. Und ja, bin da gut durchgekommen, eigentlich durch die ersten paar Kurven. Die erste Safety-Car-Phase war blöd. Ich bin kurz davor, bin ich auf die gelben Reifen gewechselt und hab's dann auch durchgezogen. Die zweite Safety-Car-Phase habe ich dann Fehler gemacht, da hätte ich es dann geklebt machen sollen, da ist dann glaube ich in die Box und ist auf gelb gewechselt. Kurz vor mir, ich war schon hinterher, aber dann bin ich doch noch draußen geblieben, wollte Reifen schon am Ende nochmal auf Rot, aber ja, habe ich dann auch so gemacht, war aber zu viel Zeit, ging dann verloren, war dann auf 5 oder so, hatte zwischendurch mal noch einen Dreher, ja, sonst war ich aber doch zufrieden mit dem zweiten Lenkradrennen auf 5 da vorne mit einer Zeitstrafe. Ja, und freue mich jetzt natürlich, das Ding gewonnen zu haben. Ja. Dann steigst du jetzt natürlich auch, ne, in die Serie B. Was nimmst du dir da vor? Ja, jetzt mal gucken. Serie B, da sind natürlich schon noch andere Kaliber dabei, aber da werden natürlich auch einige aufsteigen und dann natürlich auch dort versuchen, vorne mitzufahren. Und natürlich, je nachdem, wie schnell ich jetzt mit Lenkrad hier reinkomme, da natürlich auch vorne mitzufahren, wenn es geht, den einen oder anderen Sieg zu holen. Ja, würde ich auch sagen, dass du das schaffst, ne? Ja, dann glaube ich, war's das jetzt für heute. Oder Lukas, hast du noch was zu sagen? Ja, von meiner Seite nochmal Glückwunsch, auch wenn die Lobby jetzt am Ende vielleicht ein bisschen verpackt war. Es war ein tolles Racing von euch allen. Es hat ja, auf jeden Fall. Spaß gemacht. Auch von mir. Da gab es auch schön enge Zweikämpfe, wo wir uns da schon ein bisschen die Hose gemacht haben, weil wir es gemacht hätten. Das stimmt. Von unserer Seite wirklich Dankeschön. Tolle Saison, nochmal Glückwunsch zum Titel, hast du dir auf jeden Fall verdient. Und danke euch auch fürs Kommentieren und ja, kein Ding. Natürlich ans Boden hier LP zu ziehen. Ab 2018 geht's dann richtig los, ne? Das war nur ein Wärmen.
Also auch dir einen guten Start in die Woche und schönen Abend noch. Danke euch auch. Danke jedenfalls. So, ich glaube, ja, dann beende ich jetzt den Stream. Lukas, ich möchte mich bei dir bedanken fürs Moderieren. Moritz, geht mir genauso. War, hat mega Spaß gemacht. Wie gesagt, Dream Team. Können wir gerne auf jeden Fall. Joa, auf jeden Fall. ja, und auch an die ganzen ORC-Zuschauer möchten wir uns herzlich bedanken, dass ihr ja zugeschaut habt. Wir hatten, glaube ich. Tut mir leid für das Chaos auch. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte mich nochmal ein bisschen entschuldigen für die bisschen die Qualität, ein bisschen miserabel. Aber trotzdem, 20 Zuschauer hatten wir, glaube ich, sogar einmal. Das ist geil. Das ist geil. Und ich möchte mich mal noch bedanken an die Kommentatoren, die hier jede drin einen super Job machen. Ohne die würde das hier überhaupt gar nicht funktionieren. Also ganz dickes Lob und Dank an euch. Ah, kein Ding, Dankeschön. Das ist echt. Echt geil, wenn das jemand so sagt. Ja, klar, Motivation. Auf jeden Fall. Die Wahrheit darf man sagen. Ja, das darf man ja immer sagen. ja, also ich glaube. Würde ich sagen, jetzt machen wir mal Schlussstrich, weil wir sind schon ziemlich über der Zeit. Ja, halb zwölf ist schon bald. Na gut, ich bin ja auch jetzt. Leute, danke fürs Zuschauen. Adios. Ciao. Bis 2018. Jo. Ciao. Mit Halo.